Friedhof der Kuscheltiere. Ein Hörspiel nach dem Roman von Stephen King. Aus dem Amerikanischen von Nikolaus Scharfeneck. Hörspielbearbeitung Gregory Evans. Regie Thomas Werner. Musik Renaud Garcia-Fond. Was für eine Fahrt, Mann, oh Mann, die nahm kein Ende. Rachel war der ganze Umzug unheimlich. In ein Haus, das sie nicht kannte, in eine Gegend, die ihr fremd war. Daddy. Ellie hinten eingepfercht, moserte vor sich hin. Und Gage, der arme kleine Kerl, zahnte. Rachel versuchte alles, konnte ihn aber nicht zur Ruhe bringen. Mein Kleiner. Mami ist doch da. Warum gibst du ihm denn nicht die Brust? Ich kann es versuchen, aber es ist nicht seine Zeit und du weißt ja, wie... Au! Au! Er hat mich gebissen. Da kommt Blut. Ah, zeigt sich endlich dieser Schneidezahn. Was soll das alles, Luis? Ich will nicht aus Chicago weg. Und was soll ich in Maine? Daddy, wir wollen nicht nach Maine. Oh Gott. Diese mystische Frauenunion der geteilten Gefühle. Wunderbar, jetzt ist er auch noch wach. Plötzlich hatte ich einen riesigen Einfall. Ich halte an einer Tankstelle, bewege meine Familie dazu auszusteigen, trete aufs Gas und haue ab. Richtung Süden, bis nach Florida. Und verschaffe mir dort einen anderen Job unter falschem Namen. Aber bevor ich den Highway erreiche, nehme ich den Fuß vom Pedal und befördere auch noch das verdammte Katzenvieh ins Freie. Daddy. Und Daddy, wann sind wir endlich da? Wir müssen doch Ärzte brauchen, da unten in Disney World. Ist das? Ja, das ist es. Die große Wiese dahinter gehört dazu, bis zu den Bäumen auf dem Hügel da oben. Es ist altes Indianerland. Der Karte nach müsste es so weitergehen. Wiesen, Bäume. Tja, wie findet ihr es? Es ist einfach hinreißend. Daddy, ist das unser neues Zuhause? Ja, Liebling. Das soll es jedenfalls werden. Ich verstehe das nicht. Ich habe die Schlüssel hier ins Handschuhfach gelegt. Ein Schild dran. Ludlow House. Ellie, nicht. Gib auf. Au. Oh Gott. Hier ist nichts passiert, Ellie. Aber es tut so weh, Daddy. Gib nicht mal einen blauen Fleck, du wirst sehen. Was ist denn mit ihm los, Luis? Eine Biene hat ihn gestochen. Lou, du bist der Arzt. Tu doch was. Ich ziehe ihm den Stachel raus, okay? Augenblick mal, wer... Oh, komm mal, mein Kleiner. Oh, na, was für ein Riesenstachel, was? Der ist ja rekordverdächtig. Vielen Dank, Mr. Judd Crandall. Ich wohne auf der anderen Seite der Straße. Sie sind schätzungsweise der Doc, ja? Ja, Louis Creed. Das ist meine Frau Rachel, meine Tochter Ellie. Und der Kleine mit dem Bienenstachel, das ist Gage. Soll mich freuen. Hören Sie, warum gehen Sie nicht mit Ihren reißenden Kindern erstmal zu uns hinüber, Mrs. Creed? Meine Frau freut sich, wenn sie kennenlernt. Norma. Und Soda und einen Waschlappen, um die Stelle mit dem Stich abzukühlen, hat sie auch zur Hand. Sehr nett von Ihnen, Mr. Crandall. Aber noch besser höre ich auf Judd. Daddy, was ist denn das da drüben? Sieht aus wie im Pfad, ne? Ist auch eine, meine Kleine. Ich erzähl dir mal davon. Auf der Straße müssen Sie mit den Kleinen höllisch aufpassen, Mrs. Creed. Ist ein hochgefährliches... Während Rachel mit den Kleinen abzog,
half Judd mir, die Hausschlüssel zu finden. Sie waren in die Verdrahtung hinter dem Handschuhfach gerutscht. Inzwischen war auch unser Möbelwagen eingetroffen. Kein Boden mehr unter den Füßen, wie? Sie scheinen das Gefühl zu kennen. Genau genommen, nein. Das Haus drüben hat mein Vater gebaut. In dem bin ich 1916 geboren und habe es nie verlassen. 1916, dann wären Sie ja... 83, ja. Da sieht man ihn nicht an. Der Schrank geht nach oben in das kleinere Schlafzimmer. Was ist? Warten Sie, ich zeig's Ihnen. Da gehe ich jetzt mal rüber und sehe nach Ihren Leuten, Doc. Meistens sitze ich bis 9 Uhr abends oder so auf meiner Veranda und trinke ein paar Dosen Bier. Stoßen Sie dazu, wenn Sie Lust haben. Um 9 Uhr dann waren die Packer endlich verschwunden. Sie hatten Dutzende unausgepackter Kartons zurückgelassen. Die Kinder waren in ihren neuen Zimmern eingeschlafen. Gage in seinem Korb, Ellie auf einer Matratze auf dem Boden und Church hatte sich wie gewöhnlich zu ihren Füßen gekuschelt und passte auf. Judd? Mr. Crandall? Hi, Doc! Ich hoffe nur, Sie haben das vorhin ernst gemeint mit dem Bier. Bier ist immer ernst gemeint. Setzen Sie sich. Ja, danke. Ich habe 2 extra kalt gestellt. Im Eimer links von Ihrem Stuhl. Ja. Dankeschön. Ich hoffe ja, es wird Ihnen gefallen bei uns. Das hoffe ich auch. Ist Ihre Frau schon zu Bett gegangen? Arthritis ist über die letzten Jahre ziemlich schlimm geworden, aber sie jammert nie. Dieser elende Highway. Nie gibt's Ruhe. Na, mir kommt erstmal alles ziemlich friedlich vor. Kunststück, wenn man aus Chicago kommt. Im Eimer steckt noch eine auf Ihren Namen, Doc. Danke. Danach verschwinde ich aber besser. Kinder fürchten sich, wenn sie im fremden Haus aufwachen. Wird Ihnen bestimmt nicht lang fremd sein. Nee, wohl nicht. Echt ein mieses Stück Straße. Erinnern Sie sich an den Pfad, den Ihre Kleine entdeckt hat? Ja, der breite, grasbewachsene, der zum Wald führt. Sie wollten ihr doch was dazu sagen. Das kommt noch. Der zieht sich über eine Meile durch den Wald. Die Kinder hier halten ihn in Schuss, mähen das Gras und so weiter, seit ich denken kann. Und wo führt er hin? Zum Tierfriedhof. Tierfriedhof? Naja, die Straße verschleißt eine ganze Menge. Hauptsächlich Hunde und Katzen, Karnickel. Auch ein Waschbären, den die Ryder-Kinder gehalten haben. Die werden alle da beerdigt. Ist ja für Kinder wie ein Tod in der Familie. Meine Tochter hat einen Kater. Winston Churchill. Spitzname Church. Kastriert? Nee. Lass uns es bald machen. Gegen das Herumstreuen. Denn wenn er mal anfängt, den Highway zu überqueren, hat er seine 9 Leben in 0, nichts hinter sich. Wie steht's mit dem Bier? Ja, das war mal. Gilt besser auch für mich. Morgen wird's ernst. Der Obermedizinmann an der Universität, stimmt's? Die Studenten kommen zwar erst in 2 Wochen aus den Ferien zurück, aber dann gleich in Mengen. Und mit weiß der Teufel, was für Krankheiten. Drogen, Alkohol, Geschlechtskrankheiten, Depressionen. Nicht zu reden von den ganz ordinären Viren und Bakterien. Verstehe. Dann richten Sie mal besser Ihren Giftschrank bald ein. Danke fürs Bier, Judd. Und für die Unterhaltung, hat gut getan. Und grüßen Sie Ihre Frau.
Die nächsten 14 Tage vergingen wie im Flug. Mein Job nahm Form an. Rachel ging daran, das alte, weißgestrichene Holzhaus bewohnbar zu machen und gewann es mit jedem Tag lieber. Am letzten Sonntag vor dem Ende der Semesterferien hielten wir uns alle auf der Wiese vor dem Haus auf. Obwohl nach dem Kalender Mitte September war das Wetter noch reiner August. Ah, Judd, warte, ich hol dir einen Stuhl. Na lass nur, ich will mich gar nicht setzen. Ellie, hast du Lust, soll ich dir den Pfad zeigen? Oh ja, ein Junge aus der Schule hat gesagt, er geht zum Tierfriedhof. Stimmt. Wenn es deinen Eltern recht ist, gucken wir uns die Sache mal an. Oder sie kommen mit. Ich gerne, ja. Ich ja auch, aber was machen wir mit Gage? Ab in den Rucksack mit ihm. Okay, aber auf deinem Rücken. Man nennt das hier den Aussichtshügel. Wenn ihr euch mal kurz umdreht, wird klar, warum. Oh, das ist ja fabelhaft. Luis, warum hast du mir das nicht erzählt? Ich selber nichts davon gewusst habe. Der Fluss dort drüben ist der Penobscot River. Noch vor ein paar Jahren haben sie auf ihm Holz geflößt. Ja. Bis zu den Sägewerken Bangor und Derry. Der spitze Turm zwischen den Ulmen gehört der Baptistenkirche von North Ludlow. Und Ellie? Ja? Die Streichholzschachtel da unten mit dem roten Dach, das ist deine Schule. Ist ja echt klasse. Ist wirklich beachtlich. Aber der Hügel gehört nicht uns, oder Liebling? Doch, er müsste noch euer Grund sein. Fragt sich nur, ob das dasselbe ist. Sollen denn die Töpfe und Kaffeekannen am Wegrand schaffen? Die haben die Kinder als Blumenvasen aufgestellt. Ellie! Ja, Mr. Crandall? Spricht nichts dagegen, dass du hier auch mal allein gehst. Aber wenn, darfst du den Weg nie verlassen. Kannst du das versprechen? Ja, versprochen. Aber warum? Können wir einen Augenblick anhalten? Gage ist kein Fliegengewicht mehr. Kannst du uns kurz erklären, wo wir jetzt genau sind, Judd? Hier geht's nach North Ludlow. Und in der Richtung geht's nirgendwo hin. Nichts als Wald. 50 Meilen weit, wenn's reicht. Altes Indianerland. Von den Mi'kmaqs. Von den Mi'kmaqs, jawohl, gut. Die gab's hier als erste. Womöglich schon vor 2000 Jahren, so genau weiß man das nicht. Euer kleines Haus am Highway mit Telefon und Strom und Fernsehkabel und was noch allem, das steht am Rand einer echten Wildnis. Ich will überhaupt nicht, dass du hier allein gehst, Ellie, ohne Erwachsene, hörst du? Ja, ich wollte euch nicht Angst machen, Rachel. Gibt nichts zu fürchten, die anderen Kinder gehen hier auch oft. Es ist nur, wie mit so vielem anderem im Leben, man muss auf seinem Weg bleiben und alles ist okay. Sonst muss ein Suchtrupp los und das will ja niemand. Sind da! Gleich darauf sah ich Ellie und Judd unter einem aus imprägnierten Brettern gezimmerten Bogen hindurchgehen, auf dem in schon leicht verblasster schwarzer Farbe gemalt stand: Tier, Fried, Hof. 2 O. Um Gottes Willen. Hey, Mom, Dad, das ist toll hier. Wir standen auf einer grasbewachsenen, mehr oder weniger runden Lichtung von etwa 13 Metern Durchmesser, die von dichtem Unterholz umgeben war. Abgesehen von einer Stelle, an der umgestürzte Baumstämme einen bedrohlich aussehenden Wall gebildet hatten.
Überall steckten Markierungen, die die Kinder aus dem nächstbesten Material gemacht hatten. Zum größeren Teil aus Blechstreifen, aber auch aus Kistenbrettern, Stein, alten Schindeln. Seht doch mal! Gleich. Ich muss nur erst deinen Bruder abladen. Warte, warte. Ich helfe dir. So, raus mit dir, mein Kleiner. Und beweg dich, ja? Oh Mann. Ich bleib hier und pass auf ihn auf. Alles in Ordnung? Ist okay, Liebling. Meine Katze Smokey. 1986 bis 1989. Sie war sehr brav. Brav mit F. Ja, da hat sie mal nicht unbedingt mit der Rechtschreibung. Dafür gibt's hier sogar ein Gedicht. Für jeden, den er kennt, war Fred immer treu und nett. Fred war ein Spaniel, hat den Dressers gehört. Wurde von einem Laster erwischt, 1986, glaube ich. Besser gepflegt als mancher normale Friedhof. Nach einer Weile entdeckt man sogar ein Muster, konzentrische Kreise, oder? Mom, Mom, guck doch mal, hier liegt ein Goldfisch. Ich mach Pause. Rachel, okay? Mit Friedhöfen hat sie schon immer so ihre Schwierigkeiten gehabt. Beziehungsweise mit allem, was mit dem Tod zu tun hat. Hängt mit ihrer Schwester zusammen, die starb, als Rachel noch klein war. Sie ist nie drüber hinweggekommen. Dann hätten wir aber gar nicht erst herkommen sollen. Nee, nee, das ist schon gut. Trixie auf der Straße überfahren im Jahre 1939. Wann hat denn das hier angefangen? Ich habe schon meinen ersten Hund hier begraben, Spot. Der starb 1930 an Altersschwäche. Damals waren wir eine Bande von Freunden, halfen uns. Ich bin der Letzte von ihnen. Alle schon dahin. Er ist hungrig. Können wir gehen? Klar, Liebe. Ellie, nein! Komm runter! Achtung! Ellie! Nie auf einen Windbruch klettern, Ellie. Merk dir das gut. Aufeinander gestürzte Bäume werden oft morsch, ohne dass man es sieht. Alles in Ordnung, Ellie? Meine Hose hat einen Riss. Blöde Bäume. Sieht seltsam aus, der Windbruch. Als wäre gar nicht zufällig entstanden. Ein Haufen umgestürzter Bäume. Hier wie ein Eingang. Lu, können wir jetzt bitte gehen? Komme. So viele Gräber, Mann. Mehr als 100, würde ich sagen. Jede Menge Katzenwelt. Katzen, Hunde, Karnickel. Ich habe sogar das Schild vom Papagei gesehen, der direkt... Wie lange leben Katzen eigentlich, Dad? Katzen können 12, sogar 15 Jahre alt werden. Nimm Church. Der ist jetzt 3 und kann leicht noch leben, wenn du 19 bist und aufs College gehst. Das ist lang, hä? Ist lange hin. Überhaupt nicht. Ich finde das überhaupt nicht lang. Hör mal, Ellie, wenn es nach mir ginge, würde Church 100. Aber ich bestimme da nicht drüber. Wer denn? Gott, schätzungsweise. Gott, oder? Aber Church soll nicht sterben. Nie. Gehört mir, nicht Gott. Das ist meine Katze. Ellie schläft mir ohne Church nicht ein. Weißt du, wo er ist? Unterwegs, um kleine Tiere zu massakrieren? Was weiß ich. Dieser ekelhafte Tierfriedhof! Dass er uns zu sowas schleppt, hätte ich Judd nicht zugetraut. Rachel! Da geht mir Ellie nicht mehr rauf. Nie mehr! Kinder, die Gräber anlegen, das ist ja krank! Für Tiere, Rachel! Jetzt denkt sie, Judd stirbt! Na, das tut er ja auch. In was weiß ich wie vielen Jahren. So genau wissen wir das nicht. Und ob wir das wissen? Niemand wird hier sterben. Judd eingeschlossen, okay? Was ist los, Rachel? Zelda? Der Tod ist schlimm genug. Man muss doch kein solches Tamtam damit veranstalten. Ein Heldenfriedhof für Tiere. Kinder müssen eines Tages feststellen, dass es den Tod gibt. Das ist notwendig.
Und es ist natürlich, dass sie um Church Angst hat. Nichts am Tod ist natürlich, nichts. Aber Rachel... Und das solltest du als Arzt wissen. Als Arzt weiß ich erst recht, dass es nichts Selbstverständlicheres gibt als den Tod. Hör auf der Stelle auf mit diesem Unsinn! Na, fabelhaft. Das hast du geschafft. Rachel, es ist doch einfach möglich, dass Church etwas passiert. Dass er Leukämie bekommt, überfahren wird. Ich höre mir das nicht mehr an. Und wenn Ellie keinen Komplex bekommen soll, müssen wir es ihr sagen, nicht wahr? Lass mich los! Ich hasse dich! Um Gottes Willen, was sollte das denn? Church. Bin ich aber froh. Na, warst du unterwegs? Freu dich an deinen Kochonis, solange du sie noch hast, mein alter Junge. Ich lass dich nämlich kastrieren, damit du uns nicht immerzu über den verdammten Highway läufst, verstehst du? Am nächsten Morgen, dem Tag, an dem Horden von Studenten auf dem Campus eintrafen, schien sich der Sturm verzogen zu haben. Lou, wegen gestern. Es tut mir leid. Schon gut, ich versteh's ja. Zumindest teilweise. Also, sehe ich aus wie ein würdiger Arzt? Hm? Nein, sondern wie Lou Creed, der alte Rocker und Roller. Yeah. Als ich auf den Campus einbog, wimmelte es überall von Studenten. Zu Fuß, hinter einem Steuer, auf einem Fahrrad, im Joggingdress. Die Universität war plötzlich zu Leben erwacht. Ich parkte auf einem freien Platz mit frisch gepinseltem Schild »Reserviert für Dr. Creed« und eilte in die Unfallstation, wo ich auf Steve Masterton, den Assistenten der Station, traf, der mich als erster empfangen und herumgeführt hatte. »Hi, Doc!« Bereit fürs Gemetzel? Aber hundertprozentig. Das hier ist Holly, die neue Schwester. Sie hat die Schicht von 9 bis 3. Hi, Dr. Creed. Freut mich, dass Sie mit von der Partie sind, Holly. Gehen wir kurz in mein Büro, um ein paar Dinge durchzusprechen. Okay. Der Albtraum hat begonnen, denke ich, als sie einen Jungen in Jogging-Shorts namens Pesco hereintrugen. Normalerweise wird der Medikamentenschrank einmal die Woche von Steve kontrolliert. Aber wenn Steve mal verhindert sein sollte... Doc! Rasch, hier ist was Schlimmes passiert! Mein Gott! Alles Blut, oh Gott! Schluss, Holly, Schluss! Was ist passiert? Ein Wagen hat ihn beim Joggen erfasst, in einen Baum geschleudert. Er hat nicht mehr lang zu leben. Sein halbes Gehirn hängt heraus. Machen Sie die Vorhänge zu, Holly. Wir brauchen hier keine Zuschauer. Los! Name? Victor Pesco. Ganz ruhig liegen bleiben, Victor. Nicht bewegen. Wer hat ihn gebracht? Andere Studenten. Auf einer Decke. Holly, gehen Sie in mein Büro und rufen Sie das East Main Medical Center an. Doch, so lange wird er nicht mehr gehen. Sagen Sie denen, Sie bekommen in Kürze einen Patienten mit einem schweren Gehirntrauma rein und dann rufen Sie die Campus Security an. Sie sollen einen Polizeiwagen schicken und zwar auf der Stelle. Der Unfallwagen braucht zu lang. Okay. Steve, ja? Ich will mit den Jungs sprechen, die ihn gebracht haben. Die sollen vor der anderen Tür warten. Okay. Ganz ruhig, Victor. Ganz ruhig, wir kriegen sie schon wieder hin. Tierfriedhof. Was? Nicht im echten Friedhof, Luis. Was? Was wollen Sie sagen? Woher wissen Sie, wie ich heiße? Wer sind Sie? Ihr Polizeiwagen ist unterwegs. Die Studenten, die Pasco gebracht haben. Doc? Ist leider tot.
Ja? Hi, Liebling. Hi. Wie geht's dir? Naja. Zumindest besser als dem armen Victor Pascoe. Ja, ich habe von der Geschichte im Radio gehört. Schöner Anfang, was? Ich liebe dich. Komm nach Hause. Klingt gut. Also, so bald wie möglich, hm? Hallo, mein Süßer. Rachel. Lass dich bloß nicht von den Nachbarn so sehen. Komm lieber rein und mach die Tür zu. Du siehst ja... Gefällt's dir? Hab ich im kleinen Laden für Dessous gefunden, in Bangor. War skandalös teuer. Hab's für eine besondere Gelegenheit aufgehoben. Wo sind denn die Kinder? Missy Dandridge hat sie mitgenommen. Wir sind noch 2,5 Stunden allein. Kommst du, Süßer? Rachels Medizin wirkte Wunder. Ich konnte die Ereignisse des Tages aus dem Kopf verbannen und war schon fast in den Schlaf hinübergeglitten. Übermorgen bringe ich ihn weg. George, zum Tierarzt kastrieren lassen. Armer Kerl. Wer ist da? Pascoe. Stehen Sie auf, Doktor. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Das geht doch nicht. Sie sind tot. Ich sehe es doch. Mein Gott, Ihr Kopf! Sie wollen Ihre Frau doch nicht aufwecken. Kommen Sie. Das ist ein Traum. Sie sind nicht hier. Sie liegen im Leichenschauhaus. Mit einem Schild an Ihrem Zeh. Folgen Sie mir, Doktor. Jetzt. Als er sich umwandte, sah ich das Loch in seinem Schädel und das Blut in seinem Gesicht, das an die Kriegsbemalung von Indianern erinnerte, und das Schlüsselbein, das durch die Haut stach. Einen Augenblick lang schien ich ihn verloren zu haben und glaubte erleichtert, der Traum sei zu Ende. Aber dann spürte ich am Körper einen kühlen Luftzug und mir wurde klar, dass ich im Freien war. Dann sah ich Pascoe auch wieder. Er stand im Mondlicht, dort wo der Pfad zum Tierfriedhof beginnt. Hier entlang, Doktor. Nein, nein, ich will da nicht hin. Sie müssen... Sind Sie aber gar nicht schlecht in Form, was? Das ist ein Traum, stimmt's? Ich liege zu Hause im Bett. Ist nur ein wenig realer als sonst, aber wenn ich morgen früh aufwache, liegt Rachel neben mir und... Oh mein Gott, so hilf mir doch.
Es geschieht wirklich. Es ist kein Traum. Halten Sie den Mund und gehen Sie weiter. Ein Ast riss mir eine blutige Schramme. Pesco vor mir bewegte sich schattenhaft. Schließlich die hölzerne Pforte und die von Mondlicht überflutete Lichtung. Die Schilder mit den Namen, den Daten. Pesco blieb vor Smoky, der braven Katze, stehen und deutete auf den Windbruch. Sehen Sie zu dem Windbruch, Doktor. Nein. Knochen. Eine Grenze. Nicht dazu bestimmt, dass sie überschritten wird. Aufwachen! Wach auf! Du darfst nicht darüber hinaus wollen. Niemals, und wenn es dich noch so sehr lockt. Weg! 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 Lass mich! Es sind hier von alters her Mächte am Werk, die sich dem Verständnis entziehen. Sie ruhen nicht. Weg! Und dein Untergang und der deiner Lieben steht bevor. Denk daran! Fang, Gage, fang es! Los, lauf! Gut so! Ich muss los. Ellie. Okay, ich lass noch einmal fahren. Los jetzt, fahr es. Dad. Ja, mein Schatz. Ich bin wach. Kuss und dann verschwinde. Eines von den Mädchen in der Schule, die hat auch einen kleinen Bruder, einen wie Gage, die hat gesagt, Dad, was hast du denn da? Was denn? An deinem Arm, der Kratzer. Das hat ja geblutet. Ellie, du verpasst den Bus! Ich muss los, Dad. Ja. Ja, bye, Ellie. Nachdem sie aus dem Zimmer war, schlug ich die Decke zurück und sah meine Füße an. Sie waren voller Dreck und in dem Dreck klebten Fichtennadeln. Was gibt's, Doc? Machen Sie bitte die Tür zu. Ich wollte Sie noch etwas wegen Pesco fragen. Mhm. Der war nicht von hier, nicht wahr? Nein, irgendwo aus New Jersey. Ah ja, Bergenfield. Und hat er keine Verbindungen hier, Freunde, Verwandte? Aus den Unterlagen geht nichts dergleichen hervor. Warum? Ich schnapp noch ein bisschen Luft, ja. Kommst du so zurück, dass du Gage ins Bett bringen kannst? Von dir lässt er sich's eher gefallen. Ja, klar. Daddy, wohin gehst du? Nirgendwohin speziell. Mir nur ein bisschen die Füße vertreten. Eine Viertelstunde später war ich oben am Tierfriedhof. Es stand für mich sofort fest, dass ich die vergangene Nacht hier gewesen war. Das kleine Schild für den Kater Smoky hatte ich umgestoßen, als Pesco auf mich zukam und ich vor Entsetzen buchstäblich in die Knie gegangen war. Sehen Sie zu dem Windbruch, Doktor. Eine Grenze. Nicht dazu bestimmt, dass sie überschritten wird. Du darfst nicht darüber hinaus wollen. Niemals, und wenn es dich noch so sehr lockt. Aus Knochen bestand der Windbruch jetzt Gott sei Dank nicht mehr.
sondern aus einer dichten Masse von Stämmen und Ästen und Zweigen mit Dornen. Ich berührte einen der weißlichen Äste. Du lässt dir aber nicht einfallen, da hinaufzusteigen, oder? Denkst du, ich habe einen Hammer? Von dem Windbruch herunterstürzte oder gestürzt wurde, erhaschte ich oben einen Blick auf die andere Seite. Ich hätte schwören mögen, dass ich einen Pfad sah, der tiefer in den Wald. Altweibersommer zog ein. In den Bäumen tobten sich die Farben aus und erloschen. Das Leben hatte seine festen Gewohnheiten angenommen, anstrengende wie erfreuliche. Der Traum und die damit zusammenhängende Schlafwandler-Episode erschienen mir inzwischen als etwas, was ein anderer erlebt hatte. Oder was ich im Fernsehen oder vor langer, langer Zeit mal gesehen haben musste. Mitte Oktober begannen die Blätter zu fallen. Halloween mit seinen exzentrischen Ritualen kam heran. Bleib da, Daddy, ich mach das allein. Okay, ist deine Show. Streich oder Süßes? Wahaha! Komm, Mama, du musst dir unsere böse kleine Hexe ansehen. Na, wie sie sich aber auch zurecht gemacht hat. Was? Bravo, Ellie. Hier, mach deinen Sack auf. Ich hab dir schon was hergerichtet. Och, och, meine ungeschickten alten Hände. Warte, Norma, ich helfe dir. Das ist ein Schokoriegel, mein Kind. Danke. Oh, aber der Apfel hat eine Druckstelle bekommen. Warte, ich hol dir einen anderen. Das ist doch nicht nötig. Doch, ich will keinen Apfel mit einer Druckstelle. Das ist überhaupt nicht nett, Ellie. Sie sagt die Wahrheit. Und dafür darf man nicht gescholten werden. Komm mit rein, Ellie. Wir finden für dich einen schönen anderen. Wie lange ist denn Ihre Arthritis schon so schlimm? Seit das Wetter so feucht ist. Im Herbst hat sich's immer verschlechtert. Aber nie so stark wie diesmal. Und was sagt Ihr Arzt? Zu dem geht sie nicht. Eine von ihren Freundinnen ist gerade an Krebs gestorben. Das macht sie besonders. Mein Gott, Norma. Hier oben, Judd, in der Brust. Warte draußen, Ellie. Aber Daddy... Auf der Veranda, keine Sorge, ich komme gleich zu dir. Judd. Na, geh schon. Ich glaube, sie stirbt, Louis. Der Puls ist extrem unregelmäßig. Ich muss ihr was spritzen. Judd, bring Ellie rüber und sag Rachel, sie soll dir meine Arzttasche geben und den Rettungsdienst verständigen. Und dann bring mir die Tasche. Okay. Ich bin umgefallen, Louis. Ohnmächtig geworden. Schon gut, Norma. Sprich nicht. Entspann dich. Sie es schaffen, Louis. Es war ein Herzinfarkt, aber kein schwerer und sie ist schnell versorgt worden. Es gibt eine gute Chance, Judd. Ich kümmere mich jetzt mal wieder um Ellie, ja? Dass sie ihre Halloween-Runde zu Ende bringt. Na, kann man dich allein lassen, Judd? Klar, unbedingt. Gut. Und danke, mein Freund.
Schläfst du schon? Fast. Hat die Sache mit Norma Ellie sehr aufgeregt? Nee, sie hat eigentlich recht gut reagiert. Nacht, Schatz. Nacht, Lou. Ich weiß nicht, ob mich der Wind aufweckte oder was war. Aber mir war sofort klar, dass nur er es sein konnte. Inzwischen aber waren 2 Monate vergangen und ich wusste, was mich erwartete, als die Tür aufging. Pascoe in verrottetem Zustand. Die Kleider zu schimmligen Klumpen verklebt. Das Fleisch abgefallen. Das Gehirn zu Brei verfault. Das einzig Lebendige an der Horrorerscheinung. Die Augen. Und zwar mit einem lockenden Ausdruck. Du, Church. Was hast du da? Aber der lebt ja noch. Ich mag es nicht, dass du allein in dem Haus bist. Das ist okay. Zum Thanksgiving-Dinner bin ich bei Judd und Norma und ansonsten sehe ich zu, dass ich mit meinem Artikel endlich weiterkomme. Und deine Eltern werden mich kaum sehr vermissen. Aber ich... Komm, Mom, sonst fliegen die ohne uns. Ja, gleich. Ich liebe dich, Louis Creed. Ich liebe dich auch. Komm, los, komm, Mom, komm. Warum hast du sie allein fliegen lassen, Lou? Na, weil ich auf gar keinen Fall Normas Truthahn verpassen wollte. Norma, es riecht herrlich. Außerdem ist das Verhältnis zu meinen Schwiegereltern nicht das ungetrübteste. Von Anfang an. Die fanden mich nicht gut genug für ihre Tochter, weißt du? Daran wird sich auch nie was ändern. Das klingt etwas bitter. Ich habe das nicht mal Rachel erzählt. Aber mein Schwiegervater hat versucht, mich regelrecht zu kaufen. Soll heißen? Er hat angeboten, mir das restliche Studium zu finanzieren. Total. Er nannte es ein Stipendium. Der Preis dafür wäre gewesen, dass ich mit seiner Tochter breche. Auf der Stelle. Und für immer, versteht sich. Ziemlich lausig. Mhm. Und es waren harte Zeiten damals. Talpleite. 40 Stunden in der Woche war ich im Hörsaal und dazwischen haben wir uns mit Jobs in Pizzerien und Nachtbars über Wasser gehalten. Der zog damals ein Scheckbuch wie eine Pistole. Ich habe ihm gesagt, wo er sich das Ding hinstecken kann. Und darauf meinte er, er würde mich am liebsten erschießen, wie ein Hund. Oh je. Mittlerweile gehen wir höflich miteinander um, wenn wir uns treffen. Aber ich habe ihm diese Sache nie verziehen. Und er mir nicht, dass ich seine Tochter geheiratet habe. Rachel? Da muss ich dich leider enttäuschen. Ach, du bist Judd. Ich habe vermutlich das eine oder andere Bier zu viel getrunken bei dir. Was gibt's denn? Kann sein, dass dir Kummer ins Haus steht, Louis. Was? Was ist denn los? Wir haben eine Katze auf dem Rasen vor dem Haus gefunden. Ich glaube, es ist eure. Du musst besser aufpassen, Lou. Das war ja knapp. Also, wo ist denn die Katze? Gleich hier. Eure? Ja, Church, unsere.
Oder genauer Alice. Muss überfahren sein, obwohl man keine Verletzungen sieht. Das Genick ist gebrochen. Der Stoß, den sie abbekommen hat, muss sie bis zu euch rübergeschleudert haben. Was machst du jetzt mit ihr? Ich habe eine Plastiktüte mitgebracht. Erstmal in die Garage, denke ich, und morgen eingraben. Im Tierfriedhof oben? Ich weiß nicht. Vermutlich. Wie bringst du es denn Ellie bei? Ja, das muss ich mir erst noch durch den Kopf gehen lassen. Kannst du mir die mal aufhalten? Oh, schwer wie ein Sandsack. Ja, hier. Danke, Judd. Also dann. Warte, Luis. Bin gleich wieder da. Nimmst du die Schaufel? Doch nicht jetzt. Doch, jetzt. Judd, es ist dunkel und kalt und was weiß ich. Ich denke, Ellie hat die Katze geliebt und du liebst deine Tochter. Natürlich, aber... Dann komm. Was ist los, Judd? Etwas ist los heute. Judd? Also, wo soll ich das Loch graben? Nicht hier. Ruh dich erst mal aus. Ausruhen, hä? Wir gehen woanders hin. Ich hoffe zu Gott, ich tue das Rechte. Ich bin ganz durcheinander. Was ist los, Judd? Wovon sprichst du? Dieser Ort hat Macht, Luis. Hier vielleicht weniger, aber... Wohin wir gehen. Und wohin gehen wir? Folge mir. Du willst da hinaufsteigen? Das kann nicht dein Ernst sein. Folge mir. Judd, das ist Wahnsinn. Wir brechen uns die Beine und erfrieren hier oben. Ich weiß den Weg, aber wir müssen ihn entschlossen hinter uns bringen. Wahnsinn. Völliger Wahnsinn. Als ich noch auf der Highschool war, habe ich mal ein Mädchen im Wagen meines Vaters mitgenommen. Wir haben am Ende eines Feldweges geparkt, bei einer Umspannstation. Und getan, was Highschool-Kids unter solchen Umständen eben machen. Aber plötzlich, da wollte die nicht so wie weg. Die Zähne taten ihr weh, die mit den Füllungen. Wegen der Elektrizität in der Luft, wie sie meinte. Sie hatte recht. Es gab etwas, was mich aufschreckte. Ganz hell wach machte. Das hier erinnert mich daran, es ist nur stärker. Überhaupt nicht unangenehm. Wir erreichen gleich einen Ort, den die Indianer Kleiner Gottsumpf nannten. Es gibt da Treibsand und manche andere Dinge. Was für andere Dinge? Elms Feuer möglicherweise. Es nimmt seltsame Formen an. Sieh einfach weg, es hat nichts zu bedeuten. Vielleicht hörst du auch Stimmen. Das sind nur die Eistaucher von weiter südlich Richtung Prospect. Der Wind trägt weit. Eistaucher? Um diese Jahreszeit? Wir müssen stetig und ruhig weitermachen. Wie beim Windbruch oben. Kühlen Kopf bewahren. Pickel, ich mit Schaufel. Sind wir Räuber, die bei Neumond ihren Schatz vergraben? Nein, 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 nein. Ich bin ja nur unterwegs, um den kastrierten Kater meiner Tochter einzubuddeln. Es ist plötzlich wärmer hier. So einen Bodennebel habe ich noch nie gesehen.
gesehen. Als ob man durch Schnee war. Psst. Ein Elch. Oder ein Bär. Sei still und beweg dich nicht. Oh Gott. Nimm dich zusammen. Was war das? Ein Eistaucher. Wir sind gleich da. Jetzt die Stufen im Fels. Stufen? Wenn wir die geschafft haben, sind wir angelangt. 42 oder 44, weiß ich nicht mehr genau. 3, 4, 5, 6. Wir erreichten eine Felsplatte, die sich deutlich über den Wald erhob. Im schwachen Mondlicht glich sie einer der bizarren geologischen Formationen, wie sie eher in New Mexico oder Arizona anzutreffen sind. Ein kalter, harter Wind blies hier. Ich empfand völlige Leere, aber eine Leere, die merkwürdig zu vibrieren schien. Zu unseren Füßen waren unbestimmte Formen zu erkennen. Grabmarkierungen, wie die Steine auf dem Tierfriedhof. Wie hat die Felsplatte diese seltsame Form bekommen? Das waren die Mi'kmaqs. Die haben das Ding abgeschliffen. Kein Mensch weiß wie, so wenig wie man weiß, wie die Mayas ihre Pyramiden gebaut haben. Judd, was machen wir hier? Die Mi'kmaqs haben hier ihre Toten bestattet und du sollst hier Alice Katze beisetzen. Warum denn hier und nicht auf dem Tierfriedhof? Ich würde dir hier graben helfen, aber das muss hier jeder allein machen. Warum tust du dir das an, Judd? Weil du nochmals Leben gerettet hast. Hier, du wirst den Pickel brauchen, die Erde ist dünn. Den Mi'kmaqs war der Grund heilig, bis sie ihn schließlich aufgaben. Sie sagten, Wendigo habe ihn heimgesucht. Böser Indianergeist, richtig? Und für immer verdorben. Es dauerte, bis ich erst das Grab ausgehoben, dann wieder Erde auf Church gehäuft und schließlich Steine darauf gelegt hatte. Nach getaner Arbeit fühlte ich trotz meiner Müdigkeit eine gewisse Befriedigung. Das kleine Grab sah richtig aus zwischen den anderen. Als wir uns wieder an den Abstieg machten, bemerkte ich freilich, dass viele der Gräber zerstört schienen. An den Rückweg habe ich so gut wie keine Erinnerung mehr. Na, Lu, wie fühlst du dich? Zuletzt habe ich mich derart ausgepumpt in den Semesterferien gefühlt, als ich in Chicago für die Müllabfuhr gejobbt habe. Wie spät ist denn eigentlich? Kurz nach 8:30. Wie bitte? Erst? Ich hätte gedacht, die halbe Nacht ist vergangen über unseren... Bis morgen, Louis. Judd, sag mir eins. Ja? Hast du selbst den Ort schon mal benutzt, für dich? Als ich 10 war, habe ich meinen Hund Spot dort begraben, nachdem er überfahren worden war. Gute Nacht, Louis. Überfahren? Hast du denn nicht gesagt? Judd? Ich habe schon meinen ersten Hund hier begraben, Spot. Der starb 1930. Als ich 10 war, habe ich meinen Hund Spot dort begraben, nachdem er überfahren wurde. Denn Wendigo habe ihn heimgesucht und für immer verdorben. Sie ruhen nicht. Und dein Untergang und der deiner Lieben steht bevor.
Lass mich. Ich kam schweißgebadet zu mir und lauschte, ob sich aus dem Windgeräusch Schritte abhoben. Aber ich wusste, dass ich geträumt hatte. Und obgleich sich noch eine Reihe unerklärlicher Vorfälle anderer Art in dem zur Neige gehenden schrecklichen Jahr ereignen sollten, blieb mir zumindest der Anblick von Victor Pesco, sei es im wachen Zustand, sei es im Traum, weiterhin erspart. Ja? Hi Liebling, habe ich dich aufgeweckt? Es wäre dir ein Vergnügen, gib's doch zu. Mistkerl, sag mir lieber, wie es dir geht. Gut, gleich. Lou, Ellie will unbedingt was sagen. Hi Daddy. Hi mein Schatz. Ich habe letzte Nacht einen ganz gemeinen Traum gehabt, Daddy. Das tut mir leid. Wegen Church. Church? Ist er okay? Ja, ich denke doch. Ich habe ihm gestern sein Fressen gegeben und ihn dann rausgelassen. Heute habe ich ihn noch nicht gesehen. Gib ihm einen Kuss von mir. Weh, das machen wir schön selbst, du. Auf dem Schoß und strich ihm über das Fell und erinnerte mich, wie gestern sein Kopf gewissermaßen knochenlos an seinem Rumpf gebaumelt hatte. Jetzt waren Halsmuskeln und Sehnen wieder gut zu spüren, bis ich ihm ins Gesicht sah. Getrockneten Bluts verklebte sein Maul und in seinen Schnurrhaaren hingen dünne Streifen der grünen Plastiktüte, in der ich ihn eingegraben hatte. Wer mir seinerzeit von den Micmacs und ihrer Beerdigungsstätte erzählt hatte, war der alte Stanley oder Stanny Bouchard. Ein alter, verrückter Kerl. Ich war damals noch ein Junge. Und woher hatte er es? Von seinem Vater, und der hat es von seinem. Stannys Großvater war ein Fallensteller, der noch mit den Micmacs Handel trieb. Das war Anfang des 19. Jahrhunderts. Und dem haben Sie Ihr Geheimnis anvertraut? Da hatten sie die Stätte schon aufgegeben. Wenn die Winter sehr streng waren und es nichts mehr zu jagen gab, kamen Stammesbrüder von weiter nördlich zu ihnen herunter. Und für die war dann die Frage, weiter hungern oder... Kannibalismus? Sie haben gesagt, Wendigo hätte sie im Schlaf berührt und auf den Geschmack gebracht. Mhm. Das Tabu umgehen, indem man die Sache einem bösen Geist in die Schuhe schiebt. Wahrscheinlich. Jedenfalls bekam der alte Stanny mit, wie ich mir die Seele aus dem Leibe heulte, als mein geliebter Spot im Sterben lag, weil er sich am Vortag an einem Stacheldrahtzaun schwer verletzt hatte. Der Hund hatte furchtbare Schmerzen. Mein Vater schickte mich weg. Als ich Stanny mein Leid klagte, sagte er, er wüsste was, wie man ihn wieder heil machen könnte. Zu Hause hatte mein Vater unterdessen Spot mit einer Kugel erlöst. Ich sagte ihm, ich würde ihn oben im Tierfriedhof begraben. Das tat ich aber nicht. Ich habe ihn nur im Windbruch verstaut, wie mir Stanny gesagt hatte. Nachts habe ich mich von zu Hause weggestohlen, habe Stanny getroffen und bin mit ihm hinauf. Er war ziemlich blau und ist auf dem Weg durch den Wald immer wieder hingeflogen. Aber als wir den Windbruch hinaufgeklettert sind und auf dem ganzen Weg durch Kleiner Gott Sumpf, war er wie ausgewechselt. Ist vor lauter Schiss nüchtern geworden, glaube ich. Also habe ich meinen Spot dort begraben.
Na, den Rest kannst du dir selbst ausdenken. Er ist wieder erschienen? Am nächsten Tag schon. Plötzlich hörte ich meine Mutter laut schreien. Als ich in die Küche kam, sah ich, dass er sie gegen den Kühlschrank gedrückt hatte. Und das nackte Entsetzen stand ihr in den Augen. Ich liebte meine Mom und konnte mich überhaupt nicht mehr freuen, dass Spot wieder da war. Als später mein Vater hereinkam, sah der nur den Hund lang an und sagte schließlich, »Bade den Hund ordentlich, Judd. Er stinkt nach dem Boden, in dem du ihn begraben hast.« »Was hast du gemacht?« »Ich habe ihn gebadet. Aber den Geruch habe ich nicht weggebracht. Er stank immer danach. Er war auch sonst nie mehr der Alte.« »Bei Church genau das Gleiche. Ist langsam bekloppt. Hat einen Schaden weg. Noch ein Bier?« »Ja, bitte.« »Das heißt ja wohl auch, dass dein Vater von dem Geheimnis um den kleinen Gott Sumpf gewusst hat?« »Ja. Später habe ich rausbekommen, dass es 6 oder 7 Leute in Lado gab, die Bescheid wussten und mich auch hingebracht haben könnten. Mein Vater hat mich nur nicht dahin aufgebracht, weil er selbst nie oben gewesen war. Im Gegensatz zum alten Stanny. Und 70 Jahre später bringe ich dich hin. Das heißt, das, was mit einem passiert. Wenn du deine Katze heute Abend noch hernimmst und tötest, von mir erfährt sie niemand. Ich kann nicht mehr reden. Noch ein Bier? Nee, danke, danke. Ich gehe jetzt besser. Etwas würde mich ja noch interessieren. Ja. Hat jemand schon mal einen Menschen da oben begraben? Gott behüte! Was fällt dir ein? Das denkt man besser nicht mal. Als ich in der Garage zu Hause im Dunkeln nach dem Lichtschalter greifen wollte, merkte ich erst, dass ich zu viel getrunken hatte. Verdammt nochmal, wir hatten hier einen Lichtschalter vers... Oh Gott. Oh Gott. Mein Schatz. Daddy hat dich schwer vermisst. Hey, Vorsicht, brichst mir das Genick? Hi, Doc. Hi, Rachel. Komm, gib ihn mir. Oh, sag mal, du bist ja gewachsen. Aber ein bisschen blass. Er hat vorhin gekotzt. Aber ich glaube, es war nur das Fliegen. Als ich ihn in seinem Sitz verstaute und ihm die Gurte umlegte, übergab er sich noch einmal. Ich bekam alles ab. Auf der Heimfahrt saß Rachel hinten neben ihm. Er döste vor sich hin, schreckte aber immer wieder auf. Ellie saß auf dem Beifahrersitz. Daddy, wie geht's Church? Ich hab geträumt, er ist überfahren worden. Sie hat geschrien im Schlaf. Church ist okay, mein Schatz. Naja, so okay wie eine Katze sein kann, die aus dem Jenseits zurückgekehrt ist. Sie sieht einen mit seltsamen, trüben Augen an. Nachts verjage ich sie mit einem Besen, weil ich es in ihrer Nähe nicht aushalte und sie nicht anrühren mag. Und sie bringt öfter mal eine Maus oder einen Vogel nach Hause, beziehungsweise was davon übrig ist.
Er ist ganz in Ordnung. Im Traum hätte ich schwören können, dass er tot war. Fühl mal, Lü. Er kommt mir ziemlich heiß vor. Hat Fieber. Leg ihn doch auf die Couch im Wohnzimmer. Ich messe ihn gleich. Hm? Hey, Church! Aus den Augenwinkeln beobachtete ich Ellie, während sie die Katze liebkoste. Ihr anfangs freudiger Ausdruck wich offensichtlicher Verwunderung. Was denn? Church riecht so komisch. Wirklich? Ja, er riecht nach Scheiße, Daddy. Ellie. »39,5. Also doch.« »Ein Virus. Ich gebe ihm Liquipirin, wenn er aufwacht, um das Fieber runterzukriegen.« »Keine Antibiotika?« »Die helfen nicht gegen Viren. Er kriegt nur Dümpfiff davon.« »Bist du denn sicher, dass es ein Virus ist?« »Wenn du eine zweite Meinung einholen willst, bitte.« »Deswegen brauchst du doch nicht zu schreien.« »Ich schreie nicht!« »Du bist...« »Rachel, um Himmels Willen, entschuldige es. Es war nicht gut ohne dich.« Und ich habe die ganze Zeit Angst, dass du in die Luft gehst, wenn wir erstmal die Koffer auspacken. Wieso das denn? Mom und Dad haben den beiden zig neue Anziehsachen gekauft. Jedem. Oh, Rachel, warum? Warum hast du ihm das erlaubt? Es waren beide. Meine Güte, sie werden älter. Und sie lieben die Kinder. Er will uns nur eins auswischen. Was ist denn, mein Schatz? Daddy, ich will Church nicht auf dem Bett. Oh mein Gott. Er stinkt so wahnsinnig. Schaff ihn raus, Daddy. Ich will ihn nicht. Was wollte Ellie eigentlich? Dass ich Church rausschmeiße. Wie bitte? Das ist aber mal was Neues. Ja, sie fand, er stinkt. Stimmt auch, muss sich in irgendwas gewälzt haben. Und sie liebt dieses Katzenvieh so. Schlaf jetzt. Hey. Hm? Ich liebe dich, Lou. Und ich bin froh, dass ich wieder da bin. Am nächsten Morgen hatte Gage wieder normale Temperatur und sah fröhlich und tatendurstig aus der Wäsche. Der Dezember wurde zu meinem bisher arbeitsreichsten Monat. Je näher das Semesterende kam, desto mehr Studenten bevölkerten die Station. Dann war es aber soweit und wir vier richteten uns auf ein altmodisch gemütliches Weihnachten ein. Am 24., nachdem wir die Kinder glücklich zu Bett gebracht hatten, saßen Rachel und ich vor Glutresten im Kamin und packten Geschenke ein. So. Mein letztes. Das reicht mir auch. Du, Chef? Auch gleich soweit. Die Schraube da noch anziehen. Und was sind das für welche? Überzählige. Das kann man nur hoffen. Wenn sie nicht runterpurzeln soll. So. Ne? Willst du es nicht einpacken? Was? Das Fahrrad? Sonst noch was? Das kriegt eine Schleife dran, wird malerisch hinter das Sofa postiert und fertig. So. Und wie wär's mit einer kleinen Vorweihnachtsenthüllung? Ey, Weib, das steht mir zu. Dann mal los. Ich lass nur schnell noch Church raus und sperr zu. Church! Hey, Church, wo bist du denn? Oh, nee. Verdammtes Vieh, raus mit dir, los! Los, raus, verschwinde! Luis, was machst du? Ich hab's gleich. Was war denn? Ich hab was verschüttet. Oh, Luis. Ist der Schwung raus? Nee.
Ich habe nur gefroren. Das lässt sich ja ändern. Ellies schwindender Glaube an Santa Claus wurde durch meine Schuhabdrücke in der Asche wiederhergestellt. Gage öffnete seine Geschenke zum ersten Mal selbst und ließ sich dann und wann ein besonders süß aussehendes Einwickelpapier schmecken. Am Silvesterabend kamen Judd und Norma herüber, gingen aber noch vor Mitternacht wieder, weil Norma plötzlich müde geworden war. Verzeiht mir. Aber was denn? Trinkt auf unser Wohl, wenn es soweit ist, ja? Gutes neues Jahr euch beiden. Bye, Judd. Und pass auf dich auf, Norma. Die Studenten brachten aus den Weihnachtsferien die Krippe mit. Und auf der Station ging es rund. An manchen Tagen war ich 12 Stunden zugange und kam entsprechend ausgelaugt, aber zufrieden nach Hause. Am letzten Tag im Januar besprach ich etwas mit Steve in meinem Büro, als Rachel anrief. Oh, Louis. Schreckliches. Was ist denn los? Norma ist gestorben. Nein. Der arme Judd. Er ist rübergekommen und hat dich gesucht. Gott sei Dank war Ellie schon in der Schule und Gage versteht noch nicht. Das Herz? Ich weiß es nicht. Hm. Judd braucht dich, Louis. Kannst du bald kommen? Sie ist nicht mehr. Dr. Marin meinte, es sei eine Gehirnembolie gewesen. Was heißt denn das? Das heißt, dass sie nicht leiden musste. Hätte nichts dagegen, wenn es mit mir auch mal so dahin geht. Aber noch nicht gleich. Verzeih mir. Das ist gut so, Judd. Norma hätte auch gewollt, dass du ein paar Tränen vergießt. Unbedingt sogar. Du hättest sie sehen sollen, als sie 16 war, Louis. Wenn sie vor der Kirche kam, das Mieder offen mit ihrer weißen, schönen Bluse. Die Augen wären dir rausgefallen. Hol mir noch ein Bier aus dem Kühlschrank, ja, und nimm dir selbst eins. Bisschen früh am Tag, weiß schon, aber ausnahmsweise. Danke. Sie war so verdammt hübsch, dass sie den Teufel dazu gebracht hätte, dem Alkohol abzuschwören. Er hat sie von mir nie verlangt, Gott sei Dank. Auf Norma. Möge sie in Frieden ruhen. Und dass man keine Arthritis kennt, dort, wo sie steckt. So saß er da in seiner Küche, trank Bier und erinnerte sich. Ein Strom von warmherzig und farbig erzählten Geschichten und Anekdoten aus beider Vergangenheit kam hervor. Als Ellie abends herunterkam, um sich ihren Gute-Nacht-Kuss zu holen, wusste ich, dass sie mich wegen Norma Crandall fragen würde. Außerdem wusste ich, dass Rachel vor der Tür zuhören würde, was ich dem Kind zu sagen hatte. Daddy, kommt Mrs. Crandall in den Himmel? Ich kann es dir nicht wirklich sagen, mein Schatz. Die Menschen glauben alles Mögliche, was passiert, wenn jemand stirbt. Dass man in die Hölle kommt oder in den Himmel oder auch zurück auf die Erde als jemand anderer. Nur weiß es niemand wirklich. Es ist halt ein Glaube. Wenn es um den Tod geht, gibt es doch einfach zu viele Vorstellungen. Was wir aber sagen können, ist, entweder lebt ein Teil von uns fort, unsere Seele nehme ich jetzt mal an, oder nicht. Falls ja, gibt es eine Reihe von Möglichkeiten wie... Wenn nicht, dann fucicato. Ende. Was glaubst du, Dad?
Ich habe lange Zeit angenommen, der Tod ist das Ende. Aber inzwischen bin ich wohl anderer Meinung. Ich glaube, dass es weitergeht mit uns, in welcher Form auch immer. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Mrs. Crandall irgendwo gelandet ist, wo es ihr jetzt gut geht. Ja, Dad. Und davon abgesehen, glaube ich aber ganz, ganz fest, dass es höchste Zeit fürs Bett ist. Hm? Nacht, Dad. Schlaf gut, mein Schatz. Daddy, glaubst du, dass Tiere auch weiterleben? Ja, das glaube ich. Weißt du noch, wie ich geträumt habe, dass Church tot ist? Erinnere mich. Wenn er jetzt echt sterben würde, wäre es nicht mehr. Ich habe gehört, was du zu Ellie gesagt hast. Über den Tod. Du bist nicht einverstanden? Das ist nicht so sehr die Frage. Ich bekomm's nur einfach mit der Angst. Vor dem Sterben? Nicht für mich selbst. Darüber denke ich gar nicht mehr nach. Als Kind habe ich ständig von Monstern geträumt, die hinter mir her waren. Sahen alle wie Zelda aus. Zelda? Du sprichst selten von ihr. Selten ist gut. Nie. Ja, dafür gibt's ja sicher Gründe. Sie ist doch an Meningitis gestorben. Spinaler Meningitis, ja. Sie war 2 Jahre älter als ich. Sie hat... Sie ist buchstäblich, was soll ich sagen, verreckt. Nicht, Liebling, nicht, wenn es dich so aufregte. Nein, Louis, ich will es dir endlich erzählen. Ich habe nur einmal die Kraft dazu. Muss sehr schlimm für dich gewesen sein. Schlimmer, als man sich vorstellen kann. Wir haben zusehen müssen, Tag für Tag, wie sie dahin ging. Wir wussten natürlich, dass sie sterben würde. Und die Wahrheit ist, dass wir es wünschten. Dass wir den Moment gar nicht mehr erwarten konnten. Nicht nur, da das Schluss wäre mit ihrem Leiden, sondern auch mit unserem. Sie hatte sich zu einem Monster entwickelt. Oh Gott, Louis. Das hört sich furchtbar an. Nein, Liebling, nein. Doch. Nein, nur einfach wahr. Zelda machte ins Bett. Sie sagte immer, es sei einfach passiert. Aber ihre Augen blitzten nur so vor Schadenfreude. Das ganze Zimmer stank nach Urin und Medikamenten. Auch heute noch, wenn ich aufwache, passiert es, dass ich den Geruch in der Nase habe. Dann denke ich einen Augenblick, ist sie wirklich tot? Ach, Rachel. Am Ende konnte sich niemand mehr erinnern, wie sie gewesen war. Nicht mal meine Mutter. Nur noch an dieses hasserfüllte, schreiende, verrottete Etwas. Unser schmutziges Geheimnis. Louis. Meine Eltern waren weg, als sie schließlich starb. Die haben dich mit ihr allein gelassen? Es war Passa. Und sie wollten Freunde besuchen. Sie war nicht lang aus dem Haus. Wie alt warst du da? 8. Um Himmels Willen. Ich war unten und wartete darauf, dass es Zeit wäre, ihr eine bestimmte Medizin zu geben. Ich wollte lesen, aber ich konnte nicht, weil sie so schrie. Als ich dann plötzlich nichts mehr hörte, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Ich rannte hinauf und sie gab Erstickungslaute von sich. Rachel, hör auf! Ich erkläre dir doch nur. Ich erkläre dir, warum ich es nicht fertig bringe, zu Normas Begräbnis zu gehen. Und warum wir diese blödsinnige Auseinandersetzung über diesen Tierfriedhof da oben hatten. Das ist doch längst vorbei. Für mich nicht. Ich habe sie auf den Bauch gedreht und ihren Rücken massiert. Sie verfiel in Zuckung. Ich wusste, dass es soweit war. Und dass sie sagen würden, ich hätte sie umgebracht. Weil ich kaum, dass ich sie so sah, dachte, oh gut, sie stirbt endlich. Ich sah, wie ihr Gesicht immer dunkler wurde und wie ihre Augen hervorquollen. Ich wich zurück. Und als ich an die Wand stieß, fiel ein Bild runter. Es war aus einem
der Oz-Bücher, die Zelda so gern hatte. Oz, der Große und Schreckliche. Nur, dass es sich bei ihr anhörte wie Oz, der Große und Schreckliche. Es zerbrach beim Runterfallen und ich rannte aus dem Zimmer und schrie, Zelda ist tot, Zelda ist tot. Als die Nachbarn kamen, mussten sie mich im Garten suchen, wo ich mich versteckt hatte. Sie dachten, ich heulte. Aber nein, Louis, ich lachte. Und lachte und lachte immer zu. Das Beste, was dir passieren konnte. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch. Und wenn ich noch einen Grund bräuchte, deine Eltern nicht zu mögen, das wäre er. Sie hätten dich nicht mit deiner Schwester allein lassen dürfen. Niemals. Was machst du? Ich hol dir ein Valium. Louis, du weißt, dass ich keine Valium... Heute schon. Als das Mittel zu wirken begann, erzählte mir Rachel den Rest. Wie sie jahrelang unter Albträumen litt, dass Zelda sich von jenseits des Grabes rächen würde. Und wie sie weder auf Zeldas Beerdigung noch später auf die von irgendwem sonst... als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Sieht echt komisch aus in seinem Anzug, wie? O Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ich bitte jetzt die Träger des Sarges nach vorn zu kommen. Entschuldigung. Daddy, wohin gehst du? Ich gehöre zu den Sargträgern, Schatz. Ich muss nach vorn. Wo treffen wir uns? Vor der Kirche, auf den Stufen, okay? Aber bestimmt. Ja, ganz bestimmt. Daddy? Was denn? Lass Mrs. Grindley ja nicht fallen. Den Absatz hier fertig. Wie war Ellie? Sie hat ein paar Tränchen vergossen beim Zubettgehen. Sie sagte, Norma habe die besten Haferflockenplätzchen der Welt gemacht und jetzt würde sie nicht mehr machen. Das stimmt absolut. Ich habe ihr versprochen, dass ich morgen welche backe. Das hat sie erstmal beruhigt. Sie schläft jetzt. Gut, gut. Lou, ich weiß, du wolltest noch arbeiten. Macht es dir was aus, mitzukommen? Ich weiß nicht. Ja, schon gut. Ich komme. Das war am 24. März. Es war der letzte wirklich unbeschwerte Tag meines Lebens. Was sich über uns drohend zusammenbraute, sollte bis zu seinem Ausbruch noch 6 Wochen auf sich warten lassen, aber im Rückblick war schon in dieser Zeit nichts mehr, wie es gewesen war. Die Vorzeichen hatten sich geändert. Die Farbe. Es war ein Samstag. Rachel und Ellie waren nach Bucksport gefahren und hatten Judd mitgenommen, der gern Gesellschaft hatte. Ich passte auf Gage auf. Der Kleine war aus seinem Mittagsschlaf quengelig aufgewacht. Ich versuchte ihn aufzumuntern, aber vergeblich. Und dann, als ich den Wind ums Haus brausen hörte, fiel mir plötzlich der Drachen ein, den ich ein paar Wochen zuvor spontan für ihn gekauft hatte. Das ist ein Drachen, Gage. Den bringen wir zu Windens Wiese hinauf und lassen ihn fliegen. Ja, hast ganz recht. Sieht ein bisschen aus wie ein Vogel. So, dann gehen wir mal, mein Sohn. Ich glaube, das wird dir gefallen, ne? Daddy! Daddy! Daddy!
Drachen schoss in den blauen Himmel. Und er schien mich mitzunehmen in die Höhe, bis ich die Welt unter mir sah, wie Kartografen sie in ihrer Fantasie wohl erblicken müssen. Eine rechteckige Wiese, noch weiß von Schneeresten. Unterhalb davon wie ein dunkler Streifen die Straße. Und weiter hinten, wie ein kaltes, graues Band aus Stahl, der Fluss. Ich werde die Szene mit Gage nie vergessen. Wie ich vorher mit dem Drachen aufgestiegen war, so schien ich mich jetzt in den Jungen zu versenken, in sein kleines Gehäuse. Und durch seine Augen in die Welt zu sehen. Windens Wiese, riesig wie eine Prärie. Und hinauf zu dem Drachen, der hoch über mir zu schweben schien. Gage, der keine 2 Monate mehr zu leben hatte, zog jubelnd und jauchzend an der Schnur und ließ den Drachen am Himmel tanzen. Meiner Meinung, richtiger nach meinem Wissen, gibt es keine natürliche Grenze für die menschliche Schreckenserfahrung. Furchtbares setzt sich in Furchtbarem fort. Ein einzelnes, zunächst zufällig erscheinendes Übel zeugt die nächsten, schon nicht mehr zufällig erscheinenden, bis am Ende über allem Nacht liegt. Man kann die Frage anders stellen. Wie viel Schrecken kann der Mensch ertragen, ohne wahnsinnig zu werden? Darüber habe ich aber erst später nachgedacht. Noch nicht zu der Zeit des Todes von meinem Sohn Gage William Creed. In den Tagen bis zu seiner Beerdigung war ich unfähig, irgendeinen Gedanken zu fassen. In meinem Kopf wiederholte sich nur immer wieder die gleiche Szene. Lauf ihm nach! Bleib stehen! Bleib sofort stehen! Nie über diese Straße laufen, hörst du? Niemals! Wenn du das nochmal machst, dann gibt's hinten was drauf, verstanden? Du hast uns zu Tode erschreckt, du. Aber so war es nicht. Gage lief zu schnell. Louis war zu weit entfernt. Der Orenco-Truck war zu groß. Und zu schnell. Die verfluchte Straße, diese verfluchte Straße. Am Vormittag vor der Beisetzung passte ich in der Küche der Creeds auf Ellie auf und versuchte, sie mit Monopoly abzulenken. Neben sich hatte sie ein Foto aus dem letzten Winter, auf dem sie ihren kleinen Bruder auf einem Schlitten zieht. Beide lachen. Rachel war außer Haus, sich ihr verwildertes Haar richten lassen und dergleichen. Louis in dunklem Anzug und schwarzer Krawatte sah okay aus. In Wirklichkeit stand er immer noch unter Schock. Ein Glück, dass sein Assistent von der Uni, Steve Masterton, auch da war. Er achtete auf Rachel und
hatte gerade den so und so vielten wütenden Anruf ihres Vaters, der seine Tochter sprechen wollte, über sich ergehen lassen. Und, wie geht's hier, Mr. Crandall? Ja, recht bescheiden. 3 und 5. Wieder nichts Gescheites. Du bist an, Ellie. Würfle was Besseres, ja? Hm. Louis macht mir Sorgen. Er ist draußen. Okay, ich sehe mal nach ihm. Ich habe noch seinen Jackenzipfel zu fassen bekommen. Das was? Könnte ich schwören. Aber er rannte so schnell. Und der Trakt, der war Lou, so... Lou, nimm dich zusammen. Okay. Ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, aber Ellie spricht nicht. Und Rachel hat anscheinend jeden Zeitbegriff verloren. Ich verstehe nicht, warum er nicht hingefallen ist. Wenn kleine Kinder so schnell laufen, dann fallen sie normalerweise... Lou, Mann, bitte. Du wirst hier gebraucht. Ich kann deiner Frau eine Spritze geben, aber... Oh Gott. Was für ein Mist. Ich muss jetzt gehen, Steve. Sonst komme ich zu spät zur Kondo. Mein Gott, Louis. Er war so ein süßer kleiner Kerl. Danke, dass du gekommen bist, Missy. Wo ist Rachel? Sie kommt nach. Wenigstens musste er nicht leiden. Es ist schnell gegangen. Oh ja. Sehr schnell. In 5 Sekunden hatte der Truck ihn die Länge eines Footballfeldes mitgeschleift. An der 25-Yard-Linie lag sein Cappy von den Red Sox. An der Mittellinie einer von seinen Turnschuhen. An der 75-Yard-Linie sein Sweater, von innen nach außen gekehrt. Am Ende er selbst. Louis? Louis? Louis, bist du in Ordnung? Ja, bin ich, Missy. Schreib doch bitte ins Kondolenzbuch für Rachel. Die anderen folgten. Mehr Hände schütteln, Umarmungen, Tränen. Der Kragen meiner Jacke wurde immer feuchter. Wieder und wieder dieselben Sätze, vor denen es keine Tränen gab. Als schließlich meine Schwiegereltern erschienen, kam ich mir vor wie ein Boxer nach einem harten, schweren Kampf. Und ich beschloss, einen Strich unter unsere Rechnung zu machen. Irwin, Dory, wir hatten es nicht leicht miteinander, aber wollen wir nicht versuchen, es zu vergessen? Ja, Louis, du hast recht. Gage sollte... Lass, Dory, sprich nicht mit ihm, komm! Irwin, Dory, bitte, ich habe Rachel ja gleich gewarnt! Mit Steve war verabredet, dass wir uns, je nach Rachels Zustand, in einem Restaurant treffen würden. Zum Schluss sind deine Eltern doch nur erschienen, Rachel. Aber wir haben kaum miteinander gesprochen. Noch ein Bier, bitte. Steve? Nein, danke. Das war genug. Seine Kleider gebe ich der Heilsarmee. Die meisten sind ja noch tadellos. Naja, nicht die, die er getragen hat. Die sind ja kaputt. Louis. Schon gut, Rachel. Ich saß da und sah zu, wie er meine Frau in die Arme nahm und tröstete. Er war zornig auf mich, denn es wäre meine Sache gewesen, aber ich konnte nicht. Die Erinnerung an die verdammte Katze mit den zerfetzten Mäusen und Vögeln lähmte mich. Es war mir klar, dass ich daran schuld war, aber auch daran? Steve hatte Rachel so weit hinbekommen, dass sie jetzt mit hinüberkommen konnte. Sie war an der Reihe, Beileidsbezeugungen entgegenzunehmen, während ich in der ersten Reihe in der Nähe des Sarges saß und aus schierer Müdigkeit abgeschaltet hatte. Sowas musste ja passieren. Erwin?
Es konnte ja nicht gut gehen mit so einem aufgeblasenen, windigen Scheißkerl von Arzt. Du stinkst nach Whisky. Erst sie verführen, dann eine Abspülerin aus ihr machen und am Ende meinen Enkelsohn auf einem dreckigen Highway verrecken lassen. Du Schweinehund! Prügeln, ja. Das passt zu so einem wie dir. Ist das gut sein, ja? Nein! Gage Sarg fiel auf den Deckel, so dass er wenigstens nicht aufsprang und uns der Anblick der Überreste des geschundenen kleinen Kerls erspart blieb. Als ich da am Boden saß, blutend zwischen zerbrochenen Vasen und verstreuten Blumen, fing ich an zu weinen. Goldman neben mir weinte ebenfalls. Die schreiende Rachel wurde von ihrer Mutter und dem Beerdigungsunternehmer hinausgeführt. Später wurde sie sehr ruhig. Zu Hause gab ich ihr noch eine Dosis von dem Beruhigungsmittel, das Steve benutzt hatte, und brachte sie zu Bett. Versuch zu schlafen. Bitte, Rachel, verzeih mir. Ich gebe wer weiß was drum, das ungeschehen zu machen. Schon gut. Bringst du Ellie ins Bett? Natürlich. Fühlst du dich sehr elend? Ziemlich, Louis. Ja. Ach. Willst du nicht lieber bei Mami schlafen heute? Nein. Echt nicht? Echt. Die zieht einem immer die Decke weg. Ich möchte dir was sagen, Ellie. Wenn wir uns alle große Mühe geben und fest zusammenhalten, dann schaffen wir es schon. Ich bitte Gott darum, dass er Gage zurückkommen lässt. Alles recht und gut, Ellie, aber das kann Gott nicht. Gott kann alles, wenn er will. Er tut es nur nicht. Doch. Im Religionsunterricht hat uns der Lehrer von Lazarus erzählt. Der war tot und Jesus hat ihn auferweckt. Er hat gesagt, Lazarus, steh auf, und Lazarus ist auferstanden. Ellie, das ist nur... Das ist sehr lange her, Liebling. Ich halte alles bereit für ihn. Ich trage überall sein Bild bei mir. Ich setze mich auf seinen Stuhl und gucke seine Bilderbücher an. Ich esse auch seine Gummibärchen, obwohl ich sie nicht ausstehen kann. Damit alles ist, wie er es gehabt hat, wenn er... Verrückt, aber wahrscheinlich gar keine so schlechte Idee. Die Erinnerung noch ein bisschen wach halten. Weißt du noch, wie er dies gemacht hat und jenes, der Prachtknabe? Ja, der war schon einer, unser Gage. Denn der Tag wird kommen, meine Kleine. Eher früher als später. An dem du vergessen wirst, sein Bild mitzunehmen. Und da sehe ich es dann in deinem Zimmer liegen, während du Fahrrad fährst oder Fernsehen guckst oder mit deiner Freundin spielst. Wenn Gage etwas geworden ist, was einmal war. Weine nicht, mein Schatz. Es bleibt nicht so. Sie schlief ein, noch bevor ihre Tränen versiegt waren. Ich verließ ihr Zimmer und blieb oben an der Treppe stehen. Ich wusste, was ich brauchte. 16. 17, 18. Für dich habe ich nichts. Fang dir einen Vogel. Obwohl du
sie ja nicht mal auffrisst. Das Töten macht den Spaß, hä? Auf meinen Sohn. Mein Ex-Sohn. Gage William Creed. Dem womöglich ein großer Künstler verloren gegangen ist. Oder ein Olympiaschwimmer. Oder ein Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Hau ab, Frankensteinvieh! Du gehst da hinauf, mein Freund. Niemals. Noch dazu, wo sie beide auf die gleiche Weise ums Leben gekommen sind. Church wie Gage auf dem Highway. Church ist ja auch zurückgekehrt. Das stimmt nicht, er ist nicht... Was denn? Church riecht so komisch. Er ist nicht mehr Church. Schön, er ist ein bisschen aggressiver, als er war. Bringt ein paar Vögel um. Was soll's? Ein paar Vögel... Himmel. Er gehört zur Familie. Ellie liebt ihn immer noch. Darauf lasse ich mich nicht ein. Kommt nicht in Frage. Es sind hier von alters her Mächte am Werk, die sich dem Verständnis entziehen. Sie ruhen nicht. Kommt durch einen Menschen auf die Auferstehung. Gott kann alles, wenn er will. Im Religionsunterricht hat uns der Lehrer von Lazarus erzählt. Der war tot und Jesus hat ihn auferweckt. Mal von allem anderen abgesehen. Würde es überhaupt funktionieren? Pasco. Vom Teufel spricht. Kann ich reinkommen, Luis? Ich sag dir was, Judd. Es ist schon sehr spät. Ich habe jede Menge Bier intus. Ich riech's. Lässt du mich jetzt rein oder nicht? Na, wenn du so formulierst. Sind noch ein paar. Mädchen. Setz dich auch, Luis. Sag mir bitte, dass du nicht im Sinn hast, ihn zu dem Mic-Mac-Friedhof hinaufzubringen. Ich habe nichts im Sinn, außer möglichst schnell ins Bett zu gehen. Ich bin herübergekommen, weil ich der Meinung bin, du solltest die Geschichte von Timmy Betterman kennen. Und wer ist Timmy Betterman? Er war einer von rund 20 Jungs aus Ludlow, die 42 gegen Hitler in den Krieg zogen, kam 2 Jahre später eine Holzkiste mit den Stars und Stripes oben drauf zurück. Sein Vater Bill ist, als er das Telegramm bekam, schier verrückt geworden. Später hat er sich ein wenig beruhigt, weil er einen Plan gefasst hatte. Er wusste von dem Mic-Mac-Totenfeld. Verstehst du? Warum hast du mir das nicht schon früher gesagt, Judd? Hm? Als wir mit der Katze oben waren? Es gab keinen wirklichen Grund. Aber jetzt solltest du es wissen. War Timmy Betterman der Einzige? Der Einzige, von dem ich weiß. Dass ich dir davon erzählen würde, wurde mir klar, als mir der Mann vom Beerdigungsinstitut sagte, du hättest ein Standard und nicht ein Gruftgrab bestellt. Oh, du hast mir nachspioniert, Judd.
muss ich leider feststellen. Um ein Gruftgrab zu öffnen, brauchst du einen Kran und eine Kolonne von Erdarbeitern. Beim Standardgrab schafft das einer mit Pickel und Schaufel, wenn er entschlossen ist. Judd, es ist spät. Ich bin betrunken. Mein Herz blutet. Also wenn du mir eine Geschichte zu erzählen hast, dann raus damit. Timmy Betterman hatte es am 15. Juli 1943 beim Vormarsch auf Rom erwischt. Zwei Tage später hat man seine Leiche nach Hause verschifft und mit einem Dutzend anderer Gefallener im Gedenkzug weiter befördert. Gedenkzug? So wurden die Züge genannt, mit denen gefallene Soldaten quer durchs Land transportiert wurden. Zwei Tage später haben sie Timmy im Friedhof Pleasant View mit allen militärischen Ehren bestattet. Die halbe Stadt war anwesend. Vier Tage danach hat Marjorie Washburn, die Postbotin, wohl als erste Timmy die Patterson Road entlang gehen sehen. Sie kam weiß im Gesicht ins Postamt zurück, aber davon gesprochen hat sie erst 20 Jahre später, als sie im Sterben lag. Aber andere hatten ihn auch gesehen. Du hast ihn auch gesehen, stimmt's? Ja. Und? Er hat ausgesehen wie ein Filmzombie. Wie eine von diesen Kreaturen, die langsam und schwerfällig dahinschlingern, mit starren, toten Augen. Nur, dass sich hinter den Seinen etwas verbarg, etwas Niedriges, Hirnloses, das aber nicht zu ihm, Timmy Betterman, zu gehören schien. Es war wie ein Zeichen, ein Signal von woanders her. Das ging so weiter, bis ich eines Tages von der Arbeit nach Hause kam und Eistee von meiner Norma trinkend George Anderson auf meiner Veranda vorfand, den Postmeister, und Hannibal Benson, einen unserer Stadträte. Das Kriegsministerium hat bei mir angerufen. Es seien 6 anonyme Briefe eingetroffen, alle mit demselben verrückten Inhalt. Für jemand, der für tot erklärt worden ist, schiebt eine ganz schön lebendige Leiche in der Patterson Road Wache. Verdammte Schweinerei. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, Judd. Nur was? Ihr müsst dahin und diesem Spuk auf irgendeine Weise ein Ende machen. Recht hatte sie. Ich werde den Abend nie vergessen. Tagsüber hatte eine Höllenhitze geherrscht. Die untergehende Sonne hatte den Himmel nach einem Haufen blutiger Eingeweide aussehen lassen. Hinübergefahren sind wir in Hannibal Bensons Wagen. Wir hatten gewaltig Schiss. Hannibal klopfte ein paar Mal, aber niemand öffnete. Also sind wir ums Haus herum nach hinten gegangen. Und da waren sie. Der alte Betterman saß mit einem Bierkrug in der Hand auf seiner kleinen Veranda. Timmy stand in der Nähe herum und starrte den roten Himmel an. Die Kleider schlotterten nur so an ihm, als hätte er glatt 20 Kilo verloren. Die Augen waren tief eingesunken. Er sah entsetzlich aus, Louis. Bill, es hat sich herumgesprochen, dass dein Junge in Italien gefallen ist. Es handelt sich um einen Irrtum. Im Kriegsministerium sind Sie anderer Ansicht. Da drüben steht er doch, oder? Und wer lag dann in dem Sarg auf dem Friedhof? Das weiß er nicht. Und es ist mir egal. Timmy ist vor ein paar Tagen zurückgekehrt. Er ist ein bisschen komisch, hat einen Granatenschock oder sowas abbekommen. Aber das wird sich legen. Erzähl uns nichts. Jeder weiß doch hier, dass du in den Wäldern oben warst, nördlich vom Highway, und da herumgemacht hast. Du hast dir und der Stadt schwer was eingebrockt. Also, was habt ihr wegen Timmy Betterman weiter unternommen? Nicht mehr viel. Hannibal sagte, Gott helfe dir, Bill. Und wir wollten wieder abziehen. Da kam er näher. Timmy, meine ich. Himmel, er konnte nicht mal richtig gehen. Er wankte wie ein uralter Mann. In der Nähe sah man, dass sein Gesicht halb aufgerissen war. Von dem deutschen Maschinengewehr vermutlich.
Und gestunken hat er furchtbar, als wäre alles in ihm irgendwie verrottet. Man hat gedacht, gleich sieht man die Maden in seinem Haar herumkriechen und... Hör auf! Schatz, es reicht. Eben nicht! In Wahrheit war es noch viel schlimmer. Er war tot, Louis. Verstehst du? Und lief doch herum. Und er wusste gewisse Dinge. Was für Dinge? Er starrte Hannibal an und begann zu grinsen, zeigte jedenfalls seine Zähne. Er fixierte Hannibal und lehnte sich nach vorn. Hannibal wich nicht von der Stelle und starrte gebannt zurück wie ein Waschbär im Scheinwerferlicht. Ich habe dir was zu erzählen, Benzi. Von deiner süßen, unschuldigen Frau. Und mit ihm wohl. Mit dem Kerl, mit dem sie im Drugstore zusammenarbeitet. Nein. Und wenn sie es miteinander treiben? Nein. Das ist nicht wahr. Wie gefällt dir das? Halt's Maul, du! Ich schlag dich zusammen, egal ob du... Ruhig, Hannibal, nicht. Über jeden zerriss er sich den Mund, mich eingeschlossen. Eine Flut von Gemeinheiten und Bösem quoll aus ihm heraus. Wir verzogen uns, rannten am Ende davon und er, eine makabre Gestalt in der sinkenden Sonne, schrie hinter uns her. Hahnrei, Hurenbock, Pleitemacher. Hahnrei, Hurenbock, Pleitemacher. Schönen Abend noch, Dieren. Stimmt es denn, was er vorbrachte? Nicht leicht zu sagen. Und was er über dich zu sagen hatte? Ja, es stimmte. Ich ging gelegentlich in einen Puff in Bangor. Hatte einfach das Bedürfnis. Norma hätte es mir schon verzeihen können, aber etwas in ihr wäre zugleich zerbrochen. Das, was sie so süß gemacht hat. Timmy selbst war ein einfacher, durchschnittlicher Junge gewesen. Ein bisschen langweilig vielleicht, aber gutmütig. Der Junge, den wir an dem Abend erlebt hatten, war ein Monster, Louis. Oder ein Zombie, ein Dämon, ein Dibbuk. Die Micmacs hätten gewusst, was mit oder ohne Namen. Und zwar? Einer, der von Wendigo berührt worden war. Es ist spät geworden, Louis, und ich habe mehr geredet, als ich wollte. Ich weiß nicht, Judd. Aber ich würde trotzdem noch gerne hören, wie die Geschichte ausgegangen ist. Die übernächste Nacht ist das Batman House abgebrannt. Total. Es war eindeutig Brandstiftung. Jemand hatte rundum Kerosin verspritzt. Und Vater und Sohn sind mitverbrannt? Ja, sind sie. Waren nur vorher schon tot gewesen. Timmy hatte 2 Schusslöcher in der Brust. Von Bill Bettermans altem Colt, den man in dessen Hand fand. Offenbar hatte Bill seinen Sohn erschossen, dann das Kerosin verspritzt, ein Streichholz angezündet, sich den Colt in den Mund geschoben und abgedrückt. Jesus. Man fand also die verkohlten Leichen. Aber der medizinische Sachverständige erklärte, dass der Junge schon 2-3 Wochen länger tot gewesen sein müsse. Die Micmacs haben den Ort nicht zu dem gemacht, was er geworden ist. Es gab ihn schon, als sie dorthin kamen. Vielleicht vor 2000 Jahren. Heute sind sie weg. Aber der Ort existiert immer noch. Und das Böse wird weiter bestehen.
Es war nicht recht von mir, dich dorthin zu bringen. Das weiß ich inzwischen. Aber ich war nicht stark genug zu widerstehen. Der Ort hat Macht über einen. Mal mehr, mal weniger, denke ich. Geht mit den Mondphasen einher und ich habe große Angst, weil wir auf Vollmond zugehen. Angst, dass ich benutzt werde, um über deinen Sohn dich zu dämonisieren. Verstehst du, worauf ich hinaus will, Louis? Willst du mir erzählen, die Kräfte dort oben hätten gewusst, dass Gage sterben würde? Nein. Was ich sage ist, dass die Kräfte da oben seinen Tod verursacht haben, weil ich dich dorthin gebracht habe. Ich sage mit anderen Worten, Lou, dass ich, dein Sohn, möglicherweise umgebracht habe. Es fällt mir schwer zu glauben. Heute beerdigen wir Gage in Bangor. Und dort wird er bleiben. Ich habe nicht im Sinn, je wieder zum Tierfriedhof oder darüber hinaus zu gehen. Versprich mir das, Louis. Versprich es mir. Um des Jungen willen. Ich verspreche es dir. Um des Jungen willen. Dann hol mal ganz fest Luft. Wann ist er eigentlich der Atomgeschoss? Eines Tages, was passiert? Schwimmchampion von Maine, Stipendium für die Johns Hopkins Universität und dazu noch derselbe süße Kerl gewesen. Und da ist Gage William Creed, der wenige Tage nach seinem 19. Geburtstag Gold! Im Augenblick das Podium hinaufgestanden und die erste Goldmedaille. Oh, Louis! Wer hätte das gedacht, dass er seinerzeit um ein Haar... Keine Geburtstage. Kein College, keine Olympiade, kein Gage. Ich wäre zu absolut allem bereit, wenn ihm das Leben noch einmal offen stünde. Lasset die Kleinen zu mir kommen und hindert sie nicht. In ihrer ist das. Wir begruben Gage an diesem Tag um 2 Uhr nachmittags mit einer kurzen Zeremonie. Mein Schwiegervater stand auf der anderen Seite des Grabes, mir gegenüber, und vermied meinen Blick. Er sah verloren aus und war vom Alkohol gezeichnet. Wir wollen jetzt den Kopf zu einem stummen Gebet neigen. Gruftgrab zu öffnen, brauchst du einen Kran und eine Kolonne von Kinderarbeitern. Beim Standardgrab schafft das einer mit Pickel und Schaufel, wenn er entschlossen ist. Bist du okay, Louis? Einigermaßen. Und du, Rachel? Geht schon. Danke, Judd. Und du, meine Kleine? Danke, Mr. Crandall.
Darf ich mal das Foto sehen, das du da in der Hand hast? Bitte. Hier. Da hast du aber sicher schwer an dem Schlitten ziehen müssen. Dass es Gage gefallen hat, sieht man aber auch, wie? Ja, es hat ihm gut gefallen. Chad, bitte. Nein, Rachel, lass. Ich habe ihn gezogen und er hat die ganze Zeit gejaucht und gelacht. Und dann sind wir reingegangen und Mami hat uns Kakao gemacht. Weißt du noch, Mami? Ja. Hier, danke. Pass nur gut darauf auf. Es ist eine schöne Erinnerung an deinen Bruder. Später am Abend dieses Tages zogen mächtige Wolken auf und ein starker Westwind begann zu wehen. Was suchst du? Meine Autoschlüssel. Nimm meine. Danke. Wo willst du denn hin? Ich wollte eine Pizza holen. Hast du bei Judd vorhin nichts gegessen? Da hatte ich keinen Hunger. Ich entschloss mich, eine Pizzeria in Bangor aufzusuchen. Aber die Pizza, die ich wollte, war nicht fertig und als ich ins Freie ging, um mir die Wartezeit zu vertreiben, wurde mir plötzlich klar, dass der Friedhof, auf dem wir Gage beerdigt hatten, in Gehweite lag. Gräber in ordentlichen Reihen. Das Immobiliengeschäft. Ein Zimmer-Apartment. Noch kein Grabstein. Nichts als ein ordentliches Rechteck aus Erde. Mit Gage darunter. Es ist dunkel. Das Tor ist nicht versperrt. Niemand da. Ich könnte es tun. Ja. Und wegen Grabschändung belangt werden. Und dann halte dagegen den Tag, an dem du mit Gage beim Drachensteigen warst. Besser ihn so in Erinnerung zu behalten, als plötzlich einen Zombie aus einem Horrorfilm als Kind zu haben, oder? Ich will meinen Sohn zurück, ganz einfach. Egal wie er ist. Ich würde ihn so oder so lieben, es gibt nichts anderes. Rachel genauso und Ellie bestimmt auch. Die anderen können mich alle gern haben. Die sollen sich zum Teufel scheren. Wieder! Was machen Sie hier? Wer sind Sie? Ich bin der Aufseher dieses Friedhofs. Interessanter ist, wer Sie sind. Sie blenden mich mit Ihrer Lampe. Sind Sie allein? Ja. Und was haben Sie hier zu suchen? Das ist das Grab eines kleinen, verunglückten Jungen. Ich weiß. Der Junge war mein Sohn. Entschuldigung, Sir. Hätte ich mir denken können. Ja, schon gut. Ja, aber... Hier dringen immer wieder Venus und solche Leute ein. Man muss aufpassen. Kommen Sie. Bringen Sie zum Ausgang. Na, ich mache hier um 11 Schluss. Und danach bleibt der Friedhof unbeaufsichtigt? Haben Sie nicht selbst gesagt, dass... Nein. Hier patrouillieren eine Menge Polizeiautos. Die haben schon ein Auge drauf. Gut. Gut. Keine Sorge, Sir. Ihr Kleiner wird hier seinen Frieden haben. Bis in alle Ewigkeit. Sein Vater ihn nach da oben schaffen konnte.
Und vielleicht ist deshalb alles so schlecht gelaufen. Gage ist auch schon 4 Tage tot. Aber das wäre doch viel kürzer, wenn... Mit George ging es so einfach, weil die Familie in Chicago war. Was sollen wir bitte? Morgen zu deinen Eltern nach Chicago fliegen. Bist du ganz bei Trost? Nach dem Zusammenstoß, den du mit meinem Vater hattest. Deshalb erst recht. Sieh doch zu, ob du die Wogen nicht glätten kannst. Hm? Aber Louis, Chicago. Wir sind so weit weg. Ellie und ich brauchen dich jetzt. Wie hoffentlich ja auch umgekehrt. Und wie? Dann bleiben wir hier zusammen und versuchen uns zu helfen. Rachel, ich denke eben nur, wir müssen erstmal zu uns kommen. Wir brauchen Abstand. Das ist schwierig hier im Haus für dich, wo er doch überall gegenwärtig ist. Ja, vorhin wollte ich aufräumen, um mich abzulenken. Und was finde ich hinter dem Sofa? 4 von seinen Matchbox-Autos, die nur darauf zu warten schienen, dass er sie nimmt und mit ihnen spielt. Halt mich fest. Ja, genau das meine ich. Ich würde ihn nie mehr aus den Augen lassen, wenn er uns wiedergegeben würde. Und wenn der Mann 10-mal zu schnell gefahren ist, es ist und bleibt unsere Schuld. Rachel. Es sind hier von alters her Mächte und Mächte, die sich dem Verständnis entziehen. Sie ruhen nicht. Was ich sage ist, dass die Kräfte da oben seinen Tod verursacht Louis. Haben, weil ich dich dort gebracht habe. Louis, fehlt dir was? Nein, schon gut. Du siehst fiebrig aus, als würdest du was ausbrüten. Ihr solltet sehen, dass ihr wegkommt, Ellie und du. Ruf deine Eltern an, ich komme in 3 Tagen nach, höchstens 4. Und warum nicht gleich? Ich muss mir eine Vertretung in der Uni organisieren und das... Louis, was verbirgst du vor mir? Verbergen? Wieso? Ich weiß nicht, was du meinst. Nein? Nein. Gut, ich rufe meine Eltern an, wenn du das wirklich willst. Ja. Ja, halte ich für das Beste. Die Goldmans waren hocherfreut über den Plan. Und Rachel ergatterte 2 annullierte Tickets für eine Maschine, die nur ein paar Stunden später als die ihrer Eltern abflog. Sie machte sich gleich ans Packen. Ich geh dran. Louis Creed? Louis, ich bin es. Erwin. Ich rufe Rachel. Nein, lass. Ich wollte mit dir sprechen, Louis. Dory fand, ich sollte mich für mein Verhalten entschuldigen. Naja, ich finde es auch. Das ist nicht nötig. Der Vorfall liegt mir schwer auf der Seele. Du wirst ja von Rachel wissen, dass wir noch eine 2. Tochter hatten. Zelda, ja. Rachel hat mir alles erzählt. Rachel hat entsetzlich gelitten, wie wir. Und seitdem bemühen wir uns, immer für Rachel da zu sein, in jeder Lage, sie zu beschützen. Und wieder gut zu machen, dass wir sie allein zurückgelassen haben, damals... Erwin, bitte. Als Zelda. Um Gottes Willen. Ja, ich wollte mich nur entschuldigen, bitte, Louis. Nur deswegen habe ich angerufen. Plötzlich hatte ich etwas wie eine Erleuchtung. Ich lasse Gage in seinem kleinen Grab auf dem Pleasant View liegen. Statt eine zugemachte Tür wieder zu öffnen, verschließe ich sie und werfe den Schlüssel weg. Ich mache genau, was ich Rachel gesagt habe. Was nichts anderes heißt, als Gage ein 2. Mal zu töten. Nein, davon kann doch gar keine Rede sein. Das war alles. Ich wollte mich entschuldigen. Danke, Erwin. Ich nehme das gern an.
Jetzt muss ich nach Rachel sehen. Louis. Hm? Ist ein guter Kerl. Goodbye, Irwin. Kannst du mir helfen? Ich krieg den Koffer nicht zu. Na, hoffentlich springt der dir nicht auf. So, ich bring ihn schon mal runter, okay? Louis? Ja? Willst du mir bestimmt nichts sagen? Was denkst du denn, was ich vorhabe? Ins nächstbeste Bordell gehen? Zum Zirkus abhauen oder was? Ich kann es nicht sagen. Aber ich habe ein deutliches Gefühl. Was wolltest du uns loswerden? Das ist doch ein Witz, Rachel. Du warst noch nie ein guter Lügner. Rachel, was hätte ich denn für einen Grund, dich hier anzurufen? Ellie hat letzte Nacht geträumt, du seist tot. Wirklich? Ich hörte sie weinen und ging zu ihr. Sie hat geträumt, dass du am Küchentisch gesessen hast. Mit offenen Augen. Aber sie hätte genau gewusst, dass du tot gewesen seist. Und sie hat Feuerwehrsirenen gehört, sagt sie. Es hat nach Rauch gerochen. Ja, und Steve Masterton hat laut geschrien. Ihr Bruder ist ums Leben gekommen. Es ist normal, dass sie Angst hat. Es könnte... Das habe ich mir natürlich auch gesagt, aber... Sie hat es rausgebracht wie eine Prophezeiung. Komm mit uns, Louis. Ich habe Angst. Ich träume auch. Wovon träumst du? Von Zelda. Dass sie es auf mich abgesehen hat. Sie. Und Gage. Weil ich nicht verhindert habe, dass sie ums Leben gekommen sind. Rachel, das ist... Ja, ich weiß. Nur ein Traum. Bring den Koffer nach unten und dann komm ins Bett. Halt mir die Träume fern, wenn du kannst. Freust du dich auf Chicago? Nein. Nein? Nein. Wieso nicht? Heute Nacht habe ich geträumt, dass der Mann bei der Beerdigung den Sarg von Gage aufgemacht hat und der war leer. Zu Hause habe ich in sein Bettchen geguckt und das war auch leer. Aber es war ganz schmutzig. Aber das sind Träume, Ellie. Träume. Warum kommst du nicht mit uns, Dad? Oder können wir bleiben? Daddy, können wir nicht hier bleiben? Ich will nicht zu Grandma und Grandpa. Ich will wieder nach Hause, Daddy. Bitte. Es ist ja nur für ein paar Tage, Ellie. Ich muss noch Verschiedenes erledigen. Ich komme nach. Dann sind wir wieder alle zusammen. Du rufst gleich an, ja? Natürlich. Und du sei jetzt brav, mein Schatz. Ja? Ich will nicht weg. Mami soll auch da bleiben. Komm, Ellie, wir halten alles auf. Daddy, ich hab Angst. Ich hab so Angst. Als ich den Flughafen verließ, wusste ich zum ersten Mal mit absoluter Sicherheit, dass ich es machen würde. Versuchen würde, meinen Sohn in dieses Leben zurückzuholen. Und ich besorgte mir das entsprechende Werkzeug. Eine große Taschenlampe, Pickel, Spaten, Schaufel, ein Seil von 4 Meter Länge, eine Zeltbahn. Wir werden in O'Hare in etwa 2 Stunden landen. Vergessen Sie nicht, Ihre Uhren um 1 Stunde zurückzustellen. Mami, das Wetter in Chicago ist klar und sonnig. Versuch zu schlafen, Ellie. Ich weck dich rechtzeitig. Okay, Mom, ich versuch's. Es war noch heller Tag, aber nach Hause wollte ich nicht mehr, um Judd nicht zu begegnen. Es würde nur sein Misstrauen wecken, wenn er sah, dass ich allein war. Also nahm ich mir im Howard Johnsons Motor Lodge, nicht weit weg vom Pleasant View Friedhof, ein Zimmer, um die Dunkelheit abzuwarten. Als ich auf dem Bett in dem fremden Zimmer lag, ergriff eine seltsame Kälte von mir Besitz. Und ich fühlte mich abgeschnitten von allem, was mir teuer und vertraut war. Meiner Familie, den Freunden, der Arbeit. Ich schloss die Augen. Gesichter tauchten auf. Rachel, Judd, Ellie, Steve.
und der bizarre Gedanke kam mir, dass ich, bevor ich sie alle wiedersehen würde, meinen Sohn zu sehen bekäme. Nein, geht nicht. Hilfe! Ellie, wach auf. Ich bin ja da. Er hat Daddys Messer. Ellie, du träumst nur. Nicht. Er geht auf Daddy los. Ellie. Ist ja gut, Kind. Mami ist bei dir. Wir sind im Flugzeug. Und dann das Auto abgestellt und auf in den Wald, ja. Aber das ist ein Kinderspiel. Kinderspiel. Verglichen mit danach. Wenn er wirklich zurückkommt. Für den Fall sehe ich zwei Möglichkeiten. Erstens, er ist ein bisschen langsam. Es kann ihm auch gar nichts fehlen. Immerhin möglich. Behindert von mir aus. Aber doch Gage. Unser Sohn, Ellies Bruder. Und zweitens, ein von einer bösen Kraft reanimiertes Geschöpf tritt auf, dessen Seele entflohen ist, ein Ungeheuer. Was dann? Ich stelle eine Diagnose. Ich bin schließlich Arzt, Himmel nochmal. Ich bilde mir, sagen wir, innerhalb von 24 Stunden ein Urteil, ob es möglich erscheint, den Jungen wieder in seine Familie zu integrieren. Und wenn dir nicht gefällt, was du vorfindest? Wenn er ein kleiner Timmy Betterman geworden ist, dann bringe ich ihn um. Du könntest Gage umbringen? Es wäre ja nicht Gage. Es wäre ein Wesen wie eine pestinfizierte Ratte. Ich würde ihm eine Spritze geben, fertig. Auf dem Pleasant View Friedhof zurückbringen und eingraben. Nach Chicago fliegen, Ende der Geschichte. Niemand wird je davon erfahren. Was ist denn, Schatz? Ich muss spucken. Komm schnell, hier drüben. Besser, mein Engel? Nicht viel. Was war denn eigentlich? Kannst du es mir sagen? Ich weiß nicht. Irgendetwas ist im Traum mit Daddy passiert. Gage ist vorgekommen. Und Church. Ja? Ich war auf dem Tierfriedhof. Paxkorf hat mich hingebracht. Er hat gesagt, Daddy würde auch hingehen und irgendetwas Schreckliches würde passieren. Wer hat dich hingebracht? Paxkorf? Er hat gesagt, er heißt so. Und ja. Was? Er will nicht eingreifen, aber Daddy warnen, hat er gesagt. Weil Daddy bei ihm war, als seine Seele Ach, ich weiß nicht, wie es heißt. Mami, ich weiß es nicht mehr. Schon gut, Ellie. Daddy ist ganz bestimmt in Ordnung. Und es ist kein Wunder, dass du vom Tierfriedhof geträumt hast, denke ich. Wegen Gage. Na? Besser jetzt? Nein. Ich habe Angst. Hast du keine Angst, Mami? Komm, wir müssen jetzt mal Grandma und Grandpa suchen. Sehr blass aus, der arme Schatz. Sie ist total durcheinander und erschöpft. Er hat Shorts angehabt. Wer, Kind? Paxkorf. Jogging-Shorts. Wie geht's dir? Naja, zumindest besser als im armen Viktor Paxkorf. Oh nein! Ellie, hat der Mann in deinem Traum einen Vornamen gehabt? Was ist denn, Mami? Hat er dir seinen Vornamen gesagt? Ich glaube, aber ich weiß nicht. Mami, du tust mir weh. Was ist denn los, Rachel? Augenblick, Mutter. Ellie, war es Viktor? Ja, Viktor. Aber wieso, Mami? Hast du auch von ihm geträumt? So, das ist dein Koffer, Rachel. Aber nicht Paxkopf, Ellie. Pesco. Sag mal, was ist denn hier los? Ach, frag mich nicht. Rachel, sprich doch mal. Nein, gleich. Bitte, passt einen Moment auf Ellie auf. Ich muss Luis anrufen. Gleich! Thank you.
Nein. Luis! Rachel, wer ist denn dieser Paxco, von dem Ellie die ganze Zeit spricht? Pesco! Pesco, ein Student, der letztes Jahr ums Leben gekommen ist, an Luis' ersten Tag an der Uni. Ja, und Ellie weiß von ihm, oder was? Nein, eben nicht. Nicht von uns. Muss sie den Namen ja in der Schule gehört haben, oder im Radio. Weil Ellie bei ihm war, als seine Seele entflohen ist. Ja! Oh, was geht hier vor sich, um Gottes Willen? Rachel! Verdammt nochmal! Luis ist nicht zu Hause. Geh wieder zu Mom und Ellie, Dad, ja, bitte. Ja, okay, okay. Crandall? Judd! Hast du Luis heute schon gesehen? Könnte ich nicht behaupten. Warum? Es ist vielleicht ganz dumm, aber Ellie hatte im Flugzeug einen Traum und... Flugzeug? Wo bist du denn? In Chicago, bei meinen Eltern. Und Luis ist nicht mitgekommen? Er will nachkommen. Hat er das vorgeschlagen, dass ihr wegfahrt? Ja, ja, Judd. Was ist denn los? Irgendwas geht vor sich, Judd. Bitte sprich. Was hat Ellie denn geträumt? Am Ende des Gesprächs ging ich zu Luis hinüber. Sein Wagen war nicht in der Garage. Ohne große Hoffnung drückte ich auf die Klingel. Ging dann ums Haus herum. Gelernt ist gelernt. Die schlimmstmöglichen Anzeichen fand ich nicht. Seine Spielsachen waren ordentlich aufgeräumt. Sein Bettchen stand noch an seinem alten Platz. Das Haus wirkte leer. Es lag etwas in der Luft. Wieder zurück holte ich mir ein Sechserpack aus dem Kühlschrank, setzte mich auf meine Veranda und harrte. Delta Airlines, bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch, Mutter, ich will zurück. Oh ja, Mom, bitte, bitte. Ich glaube, ihr seid beide ziemlich durchgedreht, Rachel. Jetzt schlaft euch doch erst mal aus und morgen sehen wir dann weiter. Verzeiht mir beide, bitte, aber ich muss. Also, Madam? Ja? Da wäre noch was. Aber mal sehen, ob es mit den Anschlüssen klappt. Tja, das wäre dann von Portland die letzte Maschine nach Bangor. Da kommen sie natürlich sehr spät an. Ich hatte unten im Restaurant des Motels einen Bissen gegessen und dabei halb gehofft, irgendwelche Bekannten kämen hereinspaziert. Und es würde Fragen geben. Und es würde mich aufhalten. Vielleicht sogar abhalten. Aber niemand tauchte auf. Wieder in meinem Zimmer sah ich eine Sitcom nach der anderen an, bis es 11 Uhr geworden war. Dann stand ich von meinem Bett auf und ging in die Nacht hinaus, um zu tun, was ich wohl von allem Anfang an zu tun vorhatte. Die Allee, die am Pleasant View Friedhof entlangläuft, war um diese Zeit verlassen. Ich fand mühelos einen Parkplatz in einer dunklen Ausbuchtung zwischen zwei Bogenlampen. Entlud mein in die Zeltplane eingewickeltes Werkzeug, wuchtete das Bündel, um es nicht bis zum Tor und wieder den gleichen Weg auf der anderen Seite schleppen zu müssen, in der Nähe von Gates Grab über den Zaun und ging zum Tor. Verdammt nochmal, das darf doch nicht wahr sein! Da es sich um einen dieser Zäune mit spitzen Stäben handelte, war ich einen Augenblick lang nahe daran aufzugeben und mich am nächsten Tag auf dem Friedhof zu verstecken und einsperren zu lassen. Aber was, wenn der Aufseher das Bündel gefunden hätte? Die einzige andere Lösung, hinüberzuklettern, war wegen der Gefährlichkeit des Zauns kaum weniger riskant. Schließlich fand ich einen Baum, dessen einer Ast weit genug nach außen überhing, um den Versuch zu wagen. Nachdem ich mich auf die andere Seite gehangelt und dort schließlich durch einen brechenden Ast unsanft gelandet war, schmerzte mein Knie, aber mehr schien zum Glück nicht passiert zu sein. Ich suchte mein Bündel, fand es und ging oder eher humpelte damit zu Gates Grab. Der Grabstein trug seinen Namen. Gage William Creed.
darunter die zwei nicht sehr weit auseinanderliegenden Daten. Und ich machte mich an die Arbeit, um deren Willen ich diese abenteuerliche Unternehmung begonnen hatte. Portland? Die Maschine ist weg, Madame. Oh nein. Vor 3 Minuten. Darf ich bitte Ihr Ticket sehen? Hier. Ah, Sie haben in Portland einen Anschlussflug nach Bangor. Tja. Ich muss nach Bangor, ich muss. Dann mieten Sie doch einen Wagen, Madame. Boston-Bangor, das sind knapp 250 Meilen. Morgens wären Sie da. Die erste Maschine von hier nach Portland geht... Danke, vielen Dank. Ein Gruftgrab zu öffnen, brauchst du einen Kran und eine Kolonne von Erdarbeitern. Beim Slumper-Grab schafft das einer mit Pickel und Schaufel, wenn er entschlossen ist. Wieder recht gehabt, Chad. Schließlich kam er zum Vorschein. Der Sarg, den ich zuletzt bei seinem Begräbnis auf einer leuchtend grünen Sisalmatte hatte stehen sehen. Die Holzkiste, in der alle meine Hoffnungen begraben lagen. Nein! Ich hol dich da raus, mein Gage! Hör auf! Was machst du denn? Es ist Gage da drin! Nur die beiden Riegel abtrennen! Um Gottes Willen, wo ist er? Sein Kopf ist nicht mehr da. Sieh genauer hin. Eine dunkle, fast schwarze Moosflechte war auf seinem Gesicht gewachsen. Ich wischte sie mit meinem Taschentuch vorsichtig weg. Gage? Ich hol dich jetzt da raus, mein Junge. Okay. Verspreche es dir. Du hast die längste Zeit dort drin. Ich liebe dich, mein Junge. Ich weiß nicht, wie lange ich dort saß und meinen Sohn in den Armen wiegte. Irgendwann stand ich auf, legte ihn auf die Zeltplane, wickelte ihn darin ein und verschloss das Ganze mit Klebeband. Dann schaufelte ich das Grab wieder zu, packte mir das Werkzeug auf die Schulter, nahm das Bündel vorsichtig auf und sah mich nach einem Weg ins Freie um. Ich fand nur keinen geeigneten Baum auf dieser Seite des Gitters. Und selbst wenn, ich hätte Gage nicht einfach wie vorher das Werkzeugbündel über den Zaun werfen können. Als ich auf der Höhe meines nur ein paar Yards entfernten und doch unerreichbaren Wagens angelangt war, stolperte ich plötzlich und hätte Gage um ein Haar fallen lassen. Ich angelte nach meiner Taschenlampe, knipste sie an und sah, dass ich beinahe in einem Abzugsgraben gelandet wäre, der mit ganzen Schichten verfaulter, von Regen und Schnee zusammengespülter Blätter gefüllt war. Warte! Ich muss sehen, wie ich hier rauskomme. Na, hier doch. Was meinst du? Der Graben geht unter dem Zaun durch. Siehst du doch. Irgendwohin auf die andere Seite. Also, kriech durch. Das kann ich nicht. Zieh Gage hinter dir her. Er ist ja geschützt in der Zeltplane. Bitte, nein, es muss eine andere Möglichkeit geben. Tote Blumen. Was soll's? Ja. Ist er schon
Hause gekommen? Rachel, nein, wo bist du denn? In der Raststätte Bitford vor der Abzweigung Main. Was machst du denn da? Ich hab's in Chicago nicht ausgehalten, ich... erzähl ich später. Warum hast du kein Flugzeug genommen? Hab ich ja. Aber die Anschlussmaschine in Boston habe ich verpasst. Ich habe ein Auto gemietet. Rachel, nimm dir ein Zimmer und... Ich kann nicht schlafen, ich... Ich kümmere mich hier. Fahr du morgen früh weiter und... Chad, ich muss wissen, was vor sich geht. Ich erzähl dir alles, Rachel. Ich verspreche es dir, aber nicht am Telefon. Chad, ich flehe dich an. Wenn du es hierher geschafft hast, komm gleich zu mir, hörst du? Geh nicht erst nach Hause. Und jetzt folg meinem Rat und such dir ein Zimmer, ja? Ich ging in die Küche, braute mir einen starken Kaffee, nahm die Tasse mit ans Fenster, ließ mich da nieder, trank einen ersten Schluck und sah hinaus. Das ging eine Weile gut. Dann begann ich wieder einzunicken. Ich kämpfte dagegen an, spürte aber, wie sich die Mächte von dort oben mir zuwandten, mich hypnotisierten und einschläferten. Louis schien sich zu nähern und sie wollten mich aus dem Spiel haben. Als ich vom Highway zu meinem Haus abbog, nahm ich Judd, der an seinem Verandafenster neben einem Becher Kaffee eingenickt zu sein schien, nur halb bewusst war. 10 Minuten später verließ ich das Haus mit 2 Bündeln beladen. Das eine über der Schulter, das andere in den Armen. Der Weg zum Tierfriedhof glühte in der Dunkelheit. Zwanzig Minuten später erreichte ich den Tierfriedhof so erschöpft, dass ich mich ausruhen musste. Meine Katze Smokey, 1986 bis 1989. Sie war sehr. Ich habe schon meinen ersten Hund hier gehört, Spot. Der starb 1930 an Altersschwäche. Schließlich rappelte ich mich wieder auf und schleppte mich und meine Bündel zum Windbruch. An manchen Stellen war der Pfad so schmal, dass ich zur Seite ausweichen musste, um nicht mit meiner Last in den Büschen hängen zu bleiben. An anderen wieder breit wie der Highway. Ich schien in einem Traum gefangen zu sein. So oft ich den Blick senkte, fand ich einen in eine Zeltplane gewickelten Jungen vor. Und nicht eine Katze in einer grünen Plastiktüte. Schließlich erreichte ich den kleinen Gottsumpf. Wir müssen stetig und ruhig weitermachen, wie beim Wind. Kühlen Kopf. Ich war von Nebel umgeben, einer leuchtenden, pulsierenden Masse, die an ein zuckendes Herz erinnerte. Das sind nur die Eistaucher von weiter südlich und der Wind dreht weiter. Ja, bestimmt. Die Eistaucher. Ekelerregender Geruch, wie von vergammeltem Schweinefleisch. Das musste Wendigo sein, ja, der einen durch Berührung zum Kannibalen macht. Da, jetzt die Stufen im Fels. Wenn wir die geschafft haben, sind wir angelangt. 42 oder 44, weiß ich nicht mehr genau. 3, 4, 5, 6.
Ich stand auf diesem merkwürdigen, nackten Felsplateau und schwankte vor Erschöpfung. Diesmal sah ich mir die Gräber genauer an. Sie waren alle wie aufgerissen. Mussten aufgesprungen sein, als wer oder was immer sich aus ihnen herausgewühlt hat. Oh mein Gott. Spürst du schon die Kraft, die der Ort hat? Nicht mehr lange jetzt. Und du? Nein, oh nein. Nein, oh nein, bitte nicht. Oh nein. An den Rückweg habe ich so wenig wie beim ersten Mal mit Judd eine Erinnerung behalten. Vage sehe ich mich noch über den Windbruch zurückklettern und über Smokey, die brave Katze, und die überfahrene Trixie stolpern. Aber dann saß ich schon in unserer Küche. Mit Church, der mich aus seinen stumpfen, gelben Augen ansah. Verschwinde! Hau ab! Ich wollte nichts als ins Bett, samt meinen Kleidern, und nicht mehr aufwachen müssen und nicht träumen. Aber etwas war vorher noch zu tun. Ich öffnete meine Arzttasche und sah nach. Spritzen waren da, Morphium auch. Ich schloss sie wieder, stellte sie neben mein Bett, legte mich nieder, schlief auf der Stelle ein. Wieder. Hast du es wieder getan, du alter Narr. Nein. Du warst es nicht. Louis? Louis? Oh Gott. Timmy Betterman. Gates! Gates, bist du das? Ach du, Church. Raus hier, auf der Stelle! Denk. Denk nach, alter Dummkopf. Es ist nicht zu spät. Du bist nicht wehrlos. Du brauchst als erstes ein Messer, ja. Ein Messer. Aber dann kam Gage, soweit etwas von Gage an ihm übrig war. Eine Moosflechte bedeckte sein Leichenhemd. Sein feines blondes Haar war mit Dreck verklebt. Das eine Auge starrte ins Leere. Das andere hielt er auf mich gerichtet. Komm nur. Komm näher. Wer immer, was immer du bist. Ach, mit einem Skalpell, das du deinem Vater gestohlen hast. Los, nur zu. Ich bin gekommen, um dich zur Hölle zu schicken. Ja, das ist der Ort, an dem du dich auskennst, was? Oh ja. Willst du deinen Namen? Nein! Doch! Sie hat doch mit einem deinen Freund getrieben. Du lügst! Aber dass du selbst ein Leier hast, ist dir neu.
Vieh! Du! Oh mein Gott! Versuchen Sie es jetzt nochmal, Madame. Ich danke Ihnen vielmals. Ich habe mir einfach nicht zu helfen gewusst. Ach, Van Klax, echt. Das eine Batteriekabel war los. Aber komisch, hat ausgesehen, als ob da wer dran rumgefummelt hätte. Es war 5 Uhr früh geworden, als ich von der Interstate auf die Straße nach Ludlow abbog. Der Kaffee hatte gewirkt. Ich war hellwach. Zugleich beschlich mich erneut das Gefühl, als wären mir die Hände gebunden. Siehe Batteriekabel. Der Zwischenfall hat gerade lange genug gedauert, um mich abzuhalten. Abzuhalten? Wovon? Lange genug, dass etwas Schreckliches passieren konnte. Wenn du es hierher geschafft hast, komm gleich zu mir, hörst du? Bitte, Mami, pass auf, bitte. Geh nicht erst nach Hause. 20 Minuten später hielt ich vor dem alten Holzhaus der Crandalls, das ich an jenem Augusttag zum ersten Mal erblickt hatte. Vor langer, langer Zeit, wie es schien. Judd! Bist du da? Ich sah Fußspuren aus Lehm auf der Veranda. Von einem Kind. Von einem Kind im Alter von Gage. Ich studierte die Spuren, starrte sie lange an. Zu lang. Bekam plötzlich große Angst. Was machst du denn hier? Ich zurück. Und als ich an die Wand stieß, fiel ein Bild runter. Ich kam aus dem Zimmer und schrie. Zelda ist tot. Zelda ist tot. Judd, wo bist du? Wovon träumst du? Von Zelda. Judd! Dass sie es auf mich abgesehen hat. Sie. Und Gage. Weil ich nicht verhindert habe, dass sie ums Leben gekommen sind. Judd! Ich habe es auf dich abgesehen. Ganz richtig. Und diesmal kommst du mir nicht. Ich werde dir die Glieder so verrenken, dass du für immer ins Bett gefesselt bleibst, wie ich es mache. Zelda! Verpasst. Das habe ich ja gleich befürchtet. Was ist los? Ich wollte euch wegen Ellie Bescheid sagen. Ja? Ja, wir mussten sie ins Krankenhaus bringen. Die Spuren. In dem Augenblick entdeckte ich zur anderen Seite des Bettes führende Spuren von kleinen, schmutzigen Füßen. Gage musste hier gewesen sein, während ich schlief. Louise. Louise, hörst du mich? Verzeih, irgendwas
in der Leitung. Was ist mit Ellie? Sie hat schlecht geträumt. Das kommt ja vor. Aber es ging immer weiter. Sie wurde fast hysterisch. Wir wussten nicht mehr, was tun. Und konnten Sie ihr im Krankenhaus helfen? Ja, sie haben ihr eine Tablette gegeben. Sie schläft jetzt. Hat sie denn gesagt, was ihr so Angst gemacht hat? Ja, das hat Dory ziemlich umgehauen. Die hätte auch fast noch durchgedreht. Ellie hat gesagt, Oz, der Große und Schreckliche, hätte ihre Mutter umgebracht. Wie man es von Zelda gehört hat. Aber woher weiß sie das? Hast du ihr von Zelda erzählt? Louis! Was ist? Louis, ich denke, Rachel sollte möglichst schnell zurückkommen. Und du kommst am besten mit. Euer Sohn ist tot, Louis. Aber eure Tochter ist am Leben. Und die braucht euch. Ja. Ja, danke, Erwin. Ich denke, du hast recht. Erinnerst du dich an noch was, was Ellie gesagt hat? Ich habe sie nicht immer verstanden, aber sie hatte immer wieder den Namen Paxco genannt. Sie hat gesagt, Paxco sagt, es ist zu spät. Ich legte auf. Gates Spuren führten zu meiner Arzttasche. Mein Skalpell fehlte. Und ich erinnerte mich an einen Traum, wenn es ein Traum war. Kurz bevor ich aufwachte, in dem Judd und Rachel vorkamen. Und eine blitzende Klinge. Und in dem ein Strom vom Blut floss. Ich sah hinter Judds Kombi einen mir unbekannten Wagen stehen, der wie ein Mietwagen aussah. Rachel. Sie ist da. Und? Wo wäre sie dann? Du weißt, was passiert ist, stimmt's? Nein, ich... Mach doch Schluss, bring dich um. Doch nicht so schwierig für einen wie dich. Die ganze Tasche voll Zeug, Spritzen und alles, was dazugehört. Morphium zum Beispiel. Geben. Und am besten gleich. Ja. Aber das Morphium brauche ich für einen anderen Zweck. Gage ist noch irgendwo zu Gang. Als ich auf Judds Haus zuging, entdeckte ich Church, der zusammengerollt auf dem Dach des Mietwagens lag. Er stand auf, streckte sich und sah mich mit seinen leblosen, gelben Augen an. Na, Church? Wie wär's mit einem kleinen Fressi? Hm? Das Spritzen, das habe ich schon eine ganze Weile anderen überlassen, aber wir scheinen es noch nicht ganz verlernt zu haben. Hä? Church war also zum zweiten Mal tot. Im Vorbeigehen warf ich einen Blick in den fremden Wagen. Ich fand weitere Beweise für meine Vermutung. Rachels Handtasche und ihren Schal. Gage? Ich folgte den kleinfüßigen Spuren aus Erde und Lehm, über die sich kreuz und quer Pfotenspuren aus etwas anderem zogen. Etwas Dunklem und Klebrigem. Oh Gott, Judd. Judd. Verzeih mir. Judd Crandall, ich wohne auf der anderen Seite der Straße. Sie sind schätzungsweise der Doc, ja? Ich erinnerte mich, aus welcher Schublade Norma einmal ein Tischtuch hervorgeholt hatte, fand auch eines und deckte es über den toten Judd. Winzige, tiefrote Rosenblätter begannen auf dem weißen Batist zu erscheinen. Hey! Meine Frau lag oben auf dem Gang,
mit dem Oberkörper aufrecht gegen die Wand gelehnt. Als wäre sie beim Lesen im Bett eingenickt. Aber in eine Blutlache. Hallo, mein Kleiner. Ja, bist du zurückgekommen? Oh nein, ich bin hier nicht. Ich warf mich auf ihn. Drückte ihn zu Boden, presste das eine Knie auf seine Hand, die das Skalpell hielt. Während ich nach der Spritze in meiner Jackentasche griff, tobte das Wesen unter mir und warf sich herum wie ein glatter Aal und wäre mir auch fast entwischt, aber die Spritze ging beim ersten Versuch hinein. Nein! Nein! Sein Gesicht veränderte sich. Nein! Nahm die Züge des leblos vor sich hinstarrenden Judd an. Wurde die blutige Maske von Victor Pasco. Und mein eigenes, blasses, von Wahnsinn gezeichnetes Gesicht. Und für eine Sekunde sah ich das Gesicht meines Sohnes. Nein! Nein! Meines echten Sohnes. Die... Suse, liebe Suse, was Brüche Strom. Suse, liebe Suse, was raschelte Strom. Als ich den Rauch sah, dachte ich zuerst, das müsse Lou's und Rachels Haus sein. Im Näherkommen machte ich es als das Haus aus, in dem der freundliche alte Kauz von gegenüber wohnte, der den Creeds bei der Beerdigung von Gage zur Hand gegangen war. Was ist denn da passiert? Schätze, dass der alte Judd mit einer Zigarette eingeschlafen ist. Ich hatte vor dem brennenden Haus gehalten, weil ich erwartete, Louis hier zu treffen. Wo war er? Bei einem Blick hinüber sah ich auf einem in den Wald führenden Pfad einen Augenblick lang einen Mann, der ein großes, weißes Bündel unterm Arm trug. Louis? Louis? Lou! Louis! Ich nahm den Ort mit seinen seltsamen Schildern aus Blech und Holz zunächst kaum wahr, denn ich sah Louis auf der anderen Seite der Lichtung einen Windbruch behemmt und wie schwerelos hinaufklettern. Lou, hörst du mich denn nicht? Ich lauf schon die ganze Zeit hinter dir her. Hallo, Steve. Ein Zweifel daran, was er da trug, war kaum möglich. Ein menschlicher, mit einem schwarzen Damenschuh angetaner Fuß ragte aus dem Bündel hervor. Es konnte nur Rachel sein. Er wandte sich mir jetzt zu, und ich sah, dass sein Haar völlig weiß und sein Gesicht das eines uralten Mannes geworden war. Ich habe keine Schaufel, und der Boden dort oben ist felsig. Kannst du mir helfen, Steve? Das Grab ausheben und den Stein aufstellen. Was ist passiert, Lou? War sie... Hat das Feuer sie... Mit Gage habe ich zu lang gewartet. Etwas ist mit ihm passiert. Bei Rachel wird es anders sein, ich weiß es. Hilfst du mir? Ich komme da gar nicht hinauf. Geh mir einfach nach. Sieh dich nicht um. Es muss schnell und entschlossen geschehen. Irgendetwas da draußen im Wald zerrte an mir, an meinem Gehirn, wie ein Magnet, zog mich, ich weiß nicht wohin.
bis das Ganze plötzlich wieder aufhörte. Als wäre ich mit einem Mal uninteressant geworden. Es reichte mir aber auch für einen Tag und für länger. Nach Ludlow bin ich gar nicht mehr zurückgekehrt. Ein paar Monate später fand ich einen Job in Denver, Colorado. An dem Nachmittag, als noch immer Rauch aus der Asche drüben quoll, kam die Polizei und stellte Fragen. Ich empfing sie vor dem Haus und trug einen Hut, so dass man mein weißes Haar nicht sah. Rote 7 auf schwarze 8. Ass raus, König anlegen. Meine Hände hielt ich auch versteckt in den Hosentaschen. Die waren blutig und zerschunden. Schwarze 8 auf die rote 9. Herz Ass raus, Pik 2. Die schwarze Königin auf den roten König. Rachel. Louise, mein Liebster. Sie hörten Friedhof der Kuscheltiere. Ein Hörspiel nach dem Roman von Stephen King. Aus dem Amerikanischen von Nikolaus Scharfeneck. Hörspielbearbeitung Gregory Evans. Regie Thomas Werner. Musik Renaud Garcia Font. Die Rollen und ihre Sprecher waren Louis Laszlo Kisch, Rachel Christine Marquiton, Ellie Selina Wallersheim, Gage Nina Danzeisen, Judd Manfred Steffen, Steve Philipp Scheppmann, Holly Claudia Garke, Pesco Andreas Rammstein, Norma Magda Hennings und viele andere. Regieassistenz Hiltrud Spiekermann, Redaktion Johann M. Kamps. Produktion Westdeutscher Rundfunk Köln 1999.